Disclaimer. Liebe ZuschauerInnen, dies ist eine inoffizielle Fanmade Pen and Paper Rollenspielrunde. Alle Beteiligten sind Laien und keine SchauspielerInnen. Die Geschichte wird fiktiv und absolut spontan, ohne festes Skript gespielt. Die Runde wird so gespielt, wie die SpielerInnen es gerne mögen. Diese Art, das jeweilige Spiel zu spielen und oder die Spielwelt zu erleben, kann von deinen Erfahrungen und Erinnerungen teils erheblich abweichen. Lass uns unsere Erlebnisse. Wir laden dich ein, sie mit uns neu zu erfahren. Solltest du Handlungsstränge erkennen, bitten wir dich, wenn es denn unbedingt sein muss, diese nur mit Spoilerwarnung zu kommentieren. Beim Spiel kann es zu Thematisierung verschiedenster Ismen kommen. Sollte dich eine Thematik oder eine Verhaltensweise stören oder triggern, bitte achte auf dich selbst und spule vor, zurück, überspringe eine Folge oder schaue etwas anderes. Aber bitte, quäle dich nicht mit dem, was wir hier tun. Denn diese Runde soll sowohl für SpielerInnen als auch für euch ZuschauerInnen zur Unterhaltung da sein. Auch und gerade bei Themen, die schwierig sein können, bitten wir dich absolut zwischen gespielten Charakter und SpielerInnen zu unterscheiden. Alles ist fiktiv. Nur ein Spiel. Fühlt euch frei, Charaktere oder Plotlines zu mögen oder nicht zu mögen. Aber übertragt diese Gefühle niemals auf SpielerInnen. Vielen Dank. Und nun viel Spaß mit der Runde. Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Vampire the Masquerade in der 5. Edition. Und heute mit dabei ungewöhnliche Menschen, die mit mir zusammen spielen möchten. Unter anderem der Reg Jackson als Tobias Van Horn. Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Dann der Kakko als Bruce. Ist das der falsche Moment? Da. Da. Guten Abend. So, und eben schon ganz kurz angeteasert, der Rerion als Ronan. Hey. Und last but not least, Feramin spielt auch heute wieder Samantha. Hallo. Ja, und ein Skelett, wie Wolfie das schon richtig erkannt hat. Es bleibt aber noch ein Skelett. Das erste zumindest. Mal schauen. Und mir fällt gerade auf, ich habe den Chat gar nicht an. Das müssen wir sofort ändern, damit ihr euch auch lesen könnt. Da, bitteschön. So. Ja, wir sind immer noch unterwegs in der Stadt ohne Namen. In der Wüste von Texas an der Grenze zu Mexiko. Irgendwo liegt die Stadt ohne Namen. Und unsere Vampire sind dort unterwegs und haben viel erlebt. Ich habe eben gelesen im Chat, es hat jemand in den letzten paar
Wochen alle 52 bisherigen Folgen durchgesucht. Es sind ja noch viel mehr als 52 Folgen. Ich weiß nicht, ob du auch die ganzen Sonderfolgen und die ganzen Kurzgeschichten und so auch gesehen und hast. Also das ist auf jeden Fall krass. Ja, also viel ist passiert in den letzten Jahren unserer Spielzeit hier. Und das ist jetzt ein bisschen viel alles zu erzählen, aber vielleicht ist der ein oder andere hier neu gerade da und braucht einen kurzen Start-up. Ja, die Stadt hat, wie gesagt, keinen Namen, ist umgeben von einer mysteriösen magischen Barriere, die dafür sorgt, dass Vampire die Stadt nicht verlassen können. Und ja, das haben die Vampire nach und nach herausbekommen und haben auch herausbekommen, dass unter der Stadt eine Entität schlummert. Anscheinend ist diese Entität ein Vampir, der von etlichen Fraktionen gesucht oder auch nicht gesucht wird und der irgendwie so seine Finger überall so ein bisschen im Spiel zu haben scheint oder auch nicht oder zumindest Fraktionen ihre Finger in der Stadt irgendwie im Spiel haben, die irgendwo in irgendwelchen Endungen und Wirrungen mit ihm zu tun haben. Man weiß es bei Alistair Webb nicht so genau, wer alles mit ihm zu tun hat und wo er überall seine Finger drin rumwirbeln hat und so. Vielleicht erfahren wir heute ein bisschen was über den Alistair. Das Bild unten zeigt ja schon ein bisschen zumindest das Malkavianer-Clan-Symbol, aber ich denke, das war kein großer Spoiler für die sich ein bisschen mit Alistair Webb befasst haben. Genau, Entität. Dead by Daylight, Mondschatten, genau, ja. jetzt wisst ihr auch, was da los ist in Dead by Daylight. Ja, und außerdem gibt es natürlich viele Fraktionen in der Stadt von Vampiren. Am Anfang hat man sich ein bisschen mit der zweiten Inquisition rumgeschlagen. Dann hat man sich ein bisschen mit den Eigenheiten der Camarilla herumgeschlagen. Und es gibt natürlich auch Anarchen in der Stadt. Der Sabbat hat noch keine Rolle gespielt bisher, zumindest nicht vordergründig. Und mittlerweile sind wir so weit, dass die Gesellschaft der Vampire relativ ausgedünnt ist. Wir haben in den letzten paar Folgen relativ viele Vampire verloren. Und die Charaktere sind da nicht so ganz unschuldig dran. Bruce hat dafür gesorgt, dass die Anarchen jetzt sich beteiligen an eurem Vorhaben, nämlich die Barriere um die Stadt kaputt zu machen, dadurch, dass ihr Alistair Webb aus seinem Gefängnis unter der Stadt befreit, was die Camarilla irgendwie verhindern möchte, zumindest die Tremere, die in der Stadt sind, die inzwischen Verstärkung bekommen haben von außen, nämlich durch Ronans Sire, mit dem er nicht so gut zu sprechen ist. Und Kokos Dark wartet schon auf einen brennenden Tanklaster. Ich weiß nicht, ob wir den heute noch organisiert kriegen. Müssen wir mal Samantha nachher fragen. Tobias kann fürs Brennen sorgen oder der Tanklaster muss noch besorgt werden. Es gibt beim letzten Mal habt ihr, wenn ihr das noch nicht geschaut habt, mitbekommen, wie Sam die Person aus dem Leben befördert hat, die ja ihr das Leben in der Stadt ohne Namen mehr oder weniger ständig torpediert hat, nämlich das Kind von Alistair Webb, Christopher Black, mit der Hilfe von Tobias von Horn und von Tom Schwartz und Ronan hat sie den guten Christopher aus dem Unleben befördert. Und ihr habt dafür gesorgt, dass die Mädels, die unter Christopher jetzt am Ende nochmal gelitten haben, fast alle überlebt haben, bis auf eine. Und seid jetzt irgendwie bereit, irgendwie euch der neuen Gefahr zu stellen, nämlich den Tremere, die den Zugang in den Abyss, wo Alistair eingesperrt ist,
bewachen. Und ja, währenddessen hat Bruce eine merkwürdige Entdeckung in einer alten in einem alten Güterbahnhof gemacht. Er hat dort Malcolm, den Banu Hakim, getroffen, der eine Leiche dort wohl aus dem Weg schaffen wollte. Blöderweise hatte Bruce die Anarchen für ein Gespräch dorthin bestellt. Das heißt, diese Beseitigungsaktion wurde ein bisschen torpediert. Aber, Malcolm konnte sich insofern auf Bruce verlassen, als dass er dicht gehalten hat und nichts verraten hat. Und dann hat Bruce dafür gesorgt, dass die Anarchen halt mit euch gemeinsam kämpfen. Und die scheinen auch gut vorbereitet zu sein für einen Schlag. Zumindest haben sie zumindest auch Waffen, von denen ihr nur profitieren könnt. Säurekapseln, die gegen den Gargoyle, den die Tremere besitzen, wahrscheinlich sehr, sehr effektiv sein können. Ja, und ich würde ein bisschen spulen, damit wir heute nicht so viel an einzelnen Schauplätzen uns nochmal aufhalten, sondern ich würde die Runde ganz gerne schon direkt am Anfang zusammenführen und ein bisschen dorthin spulen, das, wo ihr euch dann in der Wüste zusammengefunden habt, vielleicht auf einer kleinen Anhöhe mit Blick auf diesen Bunkerkomplex, wo die Tremere halt den Zugang bewachen. Die Anarchen da, Bruce da, Tobias da, Samantha da, Ronan da, Tom Schwartz da. Dann könnt ihr nochmal besprechen, wie jetzt euer Vorgehen ist. Und dann steigen wir in diese kühle Nacht zu 2000, sind wir immer noch 2019? Kühl, leicht frierend vielleicht auf dem Wüstenboden sogar in der Nacht. Und der Wind geht rau durch eure Klamotten und eure Haare. Es ist ein bisschen feucht in der Luft, die Wolken sind zahlreich vorhanden und schieben sich immer wieder vor den Mond. Das heißt, der Mond wird hin und wieder auch so verdeckt, dass wenig Licht irgendwie oft in die Wüste fällt. Von eurem Standpunkt aus habt ihr einen guten Blick auf den Bunkerkomplex, der beleuchtet ist von den Scheinwerfern von zwei Trucks, die an sind. Und ihr seht hin und wieder ein paar Gestalten zwischen dem Bunker und den Autos hin und her laufen. Genau. Irgendwo in der weiten Ferne in der Wüste keult ein Kojote, aber sonst ist alles ruhig. Ja, Bruce hat eine dieser Kapseln in der Hand, die mir ja dieser Gangrel in die Hand gedrückt hat. Das war kein Gangrel, das war der Setit. Ach, das war der Setit, genau. Ja, der war so gut vorbereitet. Ich spiele damit so ein bisschen zwischen den Fingern rum. Greife ich das einmal richtig? Dann drehe ich mich wahrscheinlich zu den anderen um. So. Wir sollen das Ganze nochmal durchgehen. Ronan. Tobias. Auf was können wir uns jetzt genau gefasst machen? Habt ihr irgendeine Ahnung? Ja. Gargülen sind extrem widerstandsfähig, weil aus Stein. Verflucht stark. Kann sein, dass Pistolenkugeln an ihn abprallen. Lassen sich nicht durch Illusionen oder sowas täuschen. Also Säure wird wohl das beste Mittel sein. Wenn ich umsonst als lebende Sturmrammen verwendet. Ich glaube, wir hatten sowieso nichts anderes vor. Ich meine eher, was deinen Sire angeht. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Deswegen. Bei dem Gargoyle mache ich mir tatsächlich mittlerweile eher weniger Sorgen. Naja. Max,
ist in gewisser Weise von seinen Fähigkeiten her auf demselben Trip wie Tobias. Ich würde ihn fast doch als ein bisschen stärker einschätzen. Mindestens, so ungern ich es zugebe, so in dem Moment, kurz bevor ihr mich hergeholt habt, waren wir am Diskutieren und auf Dauer wäre es vielleicht brenzlig geworden. Also ja, er kann mit Feuer um sich werfen. Scheiße. Was Veronica angeht, die kenne ich ja auch noch von früher. Sie ist sehr gut, was Auspex angeht. Aber ansonsten... Ich würde auch sagen, dass sie durchaus sehr fortgeschritten ist, was Beherrschung und dergleichen angeht. Also sie wäre vermutlich in der Lage, jemanden zu übernehmen. Allerdings denke ich, würde sie eher die anderen opfern, also als sich selber in Position zu bringen. Okay. Was der Kleine kann, weiß ich nicht genau. Also sollen wir uns auf jeden Fall auf den Gargoyle und auf deinen Sire fokussieren? Es wird vor allen Dingen das Problem sein, sobald das erste, wenn tatsächlich Feuer fliegt. Und da so mutig die Jungs sind, wenn die Hälfte dann schon wegrennt. Ich schaue mich in dem Moment so ein bisschen zu Anna um. Zumindest dafür habe ich ein wenig, schau kurz nach oben, trainiert. Das letzte Mal mit dem Rückstreck war mir etwas unangenehm. Hab dabei so ein bisschen den Mantel ab. Aber ich denke mal, jeder Moment, den wir ihm geben, dass er Feuer schmeißen kann, ist ein Problem für uns. Deswegen glaube ich, sollte er relativ schnell beseitigt werden. Was recht bei dem Kleinen, habe ich keine Ahnung. Adam tritt vor, legt in so eine Sporttasche so rumpsend auf den Wüstenboden. Zieht den Reißverschluss auf und holt ein paar Maschinengewehre hervor. Verteilt die so unter den Anarchen. Drückt auch Anna eine in die Hand. Die irgendwie sehr penibel das Ding anschaut, in den Händen wiegt, kurz so über den Lauf schaut und dann irgendwie entsichert, Magazin rein und raus macht und so. Mhm. Als ob die das schon ein paar Mal gemacht hätte. Sieht für Bruce wahrscheinlich sehr komisch aus in dem Augenblick. Oh, weiß ich gar nicht. Bruce war ja auch früher ganz viel, also Gewehren könnte er sich ja auch aus. Ja, aber ich weiß nur nicht, ob du ihr zugetraut hast, mit den Gewehren umzugehen. Das ist eine andere Frage, ja, du hast recht. Ansonsten. Ich werde auf jeden Fall nochmal diese Vorbereitung treffen. Nimmt dann aus seiner Tasche ein paar Oblaten. Und so ein kleines Schälchen, wie man das halt zum Räuchern verwendet, zerbröselt das da drin, zündet das an und fängt dann an, auf Gälisch zu rezitieren. Und hat Ronan von hinter sich eine kleine Stimme, also so eine kleine Stimme, also da steht irgendwie mit verschränkten Armen und mit dem langen Mantel und der Setit. Was machst du mit den Bastien? Sie einem gesunden Zweck zuführen. Welchen? Wenn ich mit meinem Spruch fertig bin, kann mir Rötschreck kaum noch etwas anhaben. Lässt dich machen. Man merkt ihm an, dass ihn das sehr... Naja. Er möchte das, glaube ich, nicht ganz so gerne.
aber lässt sich trotzdem machen. Ich habe gerade gewürfelt, aber wo 20 zeigt es noch nicht an. Scheint wieder heute langsam zu sein. Ja, mal wieder. Ronan schaut dann während des noch kurz auf seiner Hand, wo ja noch immer rechts so das Kreuz ein bisschen, der Kreuzabdruck reingebrannt ist, als er das letzte Mal als es beim letzten Mal passiert ist, bei der Kommunikation mit Kendra, hat sich ja das Kreuz ein bisschen in seine Hand gebrannt. Er guckt da so ein bisschen drauf, so ein bisschen Gedanken verloren. Und sonst mache ich das Ding nochmal eben aus. So, wenn es das war, was es jetzt, was ihn stört. Okay. Ja, das stört ihn gerade. Oh, schön. Ja, Erfolge. Aber ein Beast-Chill. Ja, das passt schon. Wie macht das Tier denn das Ritual jetzt? Es ist bis, also nachdem dann er das rezitiert, flammt das ja kurz in der Schale auf. Im Moment tritt das Grün von Ronans Augen wieder stärker hervor. Er hört auf zu atmen. Dass er immer reflexartig halt irgendwie nutzt und faucht so ein bisschen die Flamme an. Und wenn man sich halt auch wirklich so wie halt Tiere das machen, wenn sie sich verbrennen, aber nicht genau das klar, sich klar sind, woher der Schmerz jetzt kam. Als dann die Flamme untergebrannt ist, ist ja nur so eine kurze Stichflamme, nimmt er die Reste von den Hostien raus und verreibt ihn dann in seinem Gesicht. Als das kurze Tierfauchen kommt, greift der Setit, der neben dir steht, jetzt inzwischen kurz unter den Mantel und du hörst es laut so ein Klicken. Dann als die Flamme dann so hoch lodert, steht der zwei Schritte zurück. Faucht auch. Und dann, als die Zähne so ein bisschen hervorgekommen sind, jetzt ist es besser. Ja, wenn das ein Scheu zwischen den Beinen und her. Gut. Jetzt wäre nur noch zu klären, wie wir uns aufteilen wollen. Ich glaube, da unten ist vielleicht nicht so viel, also für mich, da war jetzt nicht so viel Platz in dem Gang, wo wir sich, also wo wir das letzte Mal gesehen haben, das war jetzt nicht so groß, oder? Nee. Oder? War relativ, ja, also man kann schon so mit 2-3 Leuten nebeneinander laufen, aber jetzt ist nicht mit einer Riesengruppe. Wir müssen es auf jeden Fall irgendwie aufteilen. Also der Raum vor dem Abyss ist halt was größer, da könnte man. Aber führt halt auch nur eine Leiter nach unten. Aber es sind doch jetzt auch welche draußen, oder? Ja. Wir müssen auf jeden Fall schauen, wenn sie sich drinnen postiert haben, wie wir das anstellen wollen in dem Gang. Wenn euer Sire gut im Umgang mit Feuer ist, könnte er sich da postieren und dann den engen Gang nutzen gegen uns. Müssen uns überlegen, wie wir damit klarkommen könnten. Ansonsten. Ja. Tom, der neben Tobias steht, stupft sie so mit dem Ellenbogen an, meint dann, müssen wir mit irgendwelchen Arkan-Abwehr-Dingern rechnen? Naja, wir haben. Also ich würde bei Veronica schon davon ausgehen, dass sie Schutzglyphen gegen Kaniten kennt. Was zumindest dafür sorgen würde, dass man sich bestimmt... Dass wir nicht reinkommen. Kommt drauf an, wie stark sie sind. Je nachdem, wo sie angebracht haben, könnten die im Kampf sehr unpraktisch werden. Stürme? Wenn die irgendwie kaputt machen? Also wenn man die abwischt oder
kommt drauf an, sie wird nicht viel Vorbereitungszeit gehabt haben. Wenn, dann sind sie spontan angebracht worden und vermutlich könnte es helfen, sie herunterzukratzen, aber sobald man sie sieht, werden sie ausgelöst. Das kann sein von einem Unwohlsein bis hin, du siehst die Tür nicht, durch die du gehen sollst, bis hin zu panischer Flucht. Gehe in das Haus eines vorbereiteten Tremere. Jetzt so kurz mit den Schultern. Großartig. Wenn dein Sire so scharf ist auf dich, Ronan, kannst du ihn nicht rauslocken einfach? Er ist vielleicht scharf auf mich, aber nicht doof. Nun, Hass macht einen auch dumm? Die Sache ist, dass er nicht nur scharf auf Ronan ist, sondern auch auf das, was im Abyss ist. Das aus anderen Gründen, als wir es sind, aber grundsätzlich will auch er daran, was Veronica wahrscheinlich nicht weiß. Wir müssen auch sowieso erstmal die platt machen, die hier draußen patrouillieren, oder? Und wenn wir dabei nicht genügend Lärm machen, dass die anderen von alleine rauskommen, vielleicht können wir sie rauslocken, indem wir sagen, wir haben etwas, was ihr haben wollt. Und zum Thema typische Tremere-Kampftaktik. Enger Zugang, stell die Gargüle rein. Ist die Gargüle besiegt, lass den Flammenball den Flur entlang rollen. Ein bisschen wie bei Indiana Jones, nur gefährlicher. Aber ja, wir müssen erstmal an den hier vorbei. Wer auch immer das jetzt ist. Tom meint dann, sieht nach. Keine Ahnung. Soll ich mir das ansehen gehen? Wenn du dabei unentdeckt bleibst, klar. Kann auf jeden Fall nur helfen. Dein Schnürsenkel ist offen, Bruce. Schau nach unten. Guckst wieder hoch, ist er weg. Ja. Warum machen das Verrato alle immer denselben Scherz? Immerhin hat er Humor. Der andere war nur ein Spanner. Mehr als nur ein Spanner, wenn er die Gelegenheit dazu hat, aber... Ich sehe schon, ihr kennt illustre Leute. Illustre ist der falsche Begriff. Gut, werden wir warten. Also ihr werdet dafür, dass wir zumindest Teile der Gruppe separieren und nacheinander angreifen. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Unauffälligste. Ich könnte mich jetzt nicht irgendwie für einen Überraschungsangriff eignen. Ich denke mal, ich schaue mal so in die Gruppe der Neichen. Vielleicht haben wir da noch ein paar andere Kandidaten für. Aber ich kriege das nicht hin. Ich glaube, Ronan kann doch auch ein bisschen was in der Hinsicht. Aber... Einer von den Anarchen, der so typische Biker-Outfits trägt, irgendwie auch mit so einer Harley angereist ist, die da irgendwie irgendwo hinter euch steht, irgendwie schwingt so eine Kette. So eine schwere Kette. Zieht die dann straff und meint, wir hauen ihnen einfach die Köpfe ein. Können wir auch machen. Könnte allerdings nur zu Problemen führen, wenn das, was die beiden sagen, so stimmt. Deswegen warten wir mal eben, was der Nossi sagt. Ach, Tremere lügen immer. Nicht, wenn es um unsere eigene Haut geht. Gerade dann. Es kommt auf die Situation drauf an. Seht nur zu, dass ihr neben mir und nicht vor mir lauft. Passt zumindest nicht drauf auf, ob ich dem Tremere den Kopf abreiß. Ich werde möglichst weit hinten laufen. Ich meine, wir Tremere sind ja immer auf unsere eigene Haut bedacht. Da hat er vielleicht recht. Aber ja, ich denke mal, Köpfe zum Einschlagen. Tremere-Panzer. Drei Rückwärtsgänge und neutral. Nein, das modifiziert mit einem schönen Flammenwerfer. Aber ich denke, es wird heute genug Köpfe zum Einschlagen geben. Und Gargülen zum Zertrümmern. Aber wie gesagt, so lange müssen wir noch warten, bis Mr. Schwartz wieder da ist. Adam meint dann, was machen wir, wenn
sie die anderen aus der Camarilla geholt haben und wir da unten noch auf die Toreador und Ventru und den Banu Hakim treffen? Ich glaube nicht, dass Malcolm dazu gestoßen wäre. Der macht sein eigenes Ding. Und die anderen, wolltet ihr nicht hier alles umkrempeln? Das ist doch die Gelegenheit. Sicher, Sheriff. Ach komm, diese Stadt ist verloren. Dieser Titel ist nichts mehr wert. Ansonsten, welche Tories soll es hier noch geben? Man, wir alle wissen ja, was die ehemalige Harp hier so für eine ist. Ich meine, ich kenne sie jetzt nicht, aber ich würde sie jetzt nicht als eine einschätzen, die sich da unten postiert und kämpfen möchte. Ich glaube, Ellen würde ein Poem darüber dichten und sich dann zurückziehen. Das wäre geraten. Was mit dem Prinzen ist, ist eine andere Geschichte. Aber ganz ehrlich, das hier klingt erstmal für die meisten nach irgendeiner Angelegenheit von Haus und Clan. Und also regelt das Haus und Clan. Und wenn Haus und Clan dann auf die Nase fällt, ist es den Ventro auch recht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sabra ihren Arsch hierher bewegen würde. Wer weiß. Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie vielleicht gerade bewusst den Dingen ihren Lauf lässt, weil wir wissen alle, Veronica war der Seneschall von Ido. Veronica hat hier eine Zeit lang quasi die Geschäfte der Stadt geführt. Sie stellt irgendwo immer noch, denke ich, eine gewisse Konkurrenz für Sabra dar. Es ist doch ein leichtes, sie so loszuwerden, oder? Das wäre auch sehr Ventru. Und selbst wenn, wir haben heute eine Möglichkeit. Noch weiter warten wird sie nicht wohnen. Wir versuchen es heute, nicht wann anders. Egal, wer da unten ist. Außerdem, theoretisch zumindest, auf einem ähnlichen Weg wie Tobias hergekommen ist, könnten sie möglicherweise noch mehr rufen. Rein theoretisch. Deswegen, je mehr Zeit sie bekommen, desto stärker wird auch ihre Verteidigung. Kostet das aber nicht wahnsinnig viel Energie, solche Rituale? Alle Tremere-Zauberrituale erfordern entweder Blut, was man nun mal nicht unbegrenzt hat, oder sehr viel geistige Anstrengung, was man auch nur begrenzt ausführen kann. Es sei denn natürlich, man lässt ein oder zwei über die Klippe springen oder hat sich einen Sicherheitsvorrat an Leuten angelegt, die man nicht dauerhaft braucht. Gut, aber du hast ja gesagt, so viele Leute sind da gar nicht. Also meinst du, sie sind das Risiko eingegangen, noch mehr zu rufen und sich damit weiter zu schwächen? Ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Das reicht aber auch. Da unten sind Mönche. Gut, dass Tom ist wieder da. Mönche. Gut, das habe ich nicht erwartet. Ja, gutes Dutzend. Konnte ich zählen. Was für Mönche? Keine Ahnung. Leute in Mönchsroben mit so Kreuzen rum und so. Weiß doch, wie Mönche aussehen. Hatten die Waffen? Nicht welche, die ich sehen konnte. Aber sie haben große Kisten nach unten getragen, da kann alles drin sein. Veronikas Leibwache aus der Kirche? Tja, dann habe ich sie offensichtlich unterschätzt, wenn sie auf einen ganzen Mönchsorden Einfluss hat. Oh, wunderprächtig. Was hervorragende Blutopfer sind oder... Naja, Kisten könnte darauf hindeuten, dass sie planen, auch abzureisen. Oder wofür braucht man 12 heilige Männer? Wenn es um irgendein Ritual geht, wirst du es wissen. Keine Ahnung. Also,
Von Massenopferungen, das war in der im Grundlehrgang nicht enthalten. Wie beschissen ich das auch immer finde, aber da für so Menschen haben wir immerhin die hier. Ich deute mal auf eins der Gewehre. Im Zweifelsfall sind es einfach sterbliche Schutzschilde. Und wir wissen ja, wie Veronica. Nicht immer Leute. Ja. Das kann auch sein. Wir wissen ja auch, wie Veronica mit ihren Mitarbeitern umgeht. Anna meint dann so, als legt ihr eine Hand auf die Schulter, meint dann: Bruce, meinst du, du kannst gegen die vorgehen? Gegen die Mönche? Ich schaue so ein bisschen nach unten. Wenn nichts anderes übrig bleibt. Denke schon. Wir sind unschuldig, oder? Also Ronan fängt an, auch sehr auf seine Lippe zu kauen. Weiß es nicht. Wahrscheinlich können sie auch als Geiseln oder so gefangen halten, aber... Es ist nicht möglich, sie auszuschalten, ohne sie gleich zu töten, wenn es nur Menschen sind. Naja, nicht beim Frontalangriff. Das wird schwierig, denke ich, aber... Im Grunde ist niemand wirklich unschuldig und einen Tod müssen wir sterben. Wir können uns jetzt hier noch ewig darüber unterhalten, ob das rechtmäßig wäre oder nichts. Ich töte niemanden, der nicht schuldig ist, Tobias, meint Anna. Mir macht dann noch eine andere Sache Sorgen. Weihwasser. Hast du mir nicht erzählt, dass man daran glauben muss, damit das funktioniert? Ich bin Ire und Katholik, ich glaube dran. Dann nimm eins von den Gewehren, damit hast du eine größere Reichweite. Der Gangrel mit den Spinnen-Extremitäten fängt gerade schallend an zu lachen. Gut, Spider-Man hat seine Meinung kundgetan. Aber ich habe das einmal nach meiner Werdung ausprobiert, als ich wieder in einer Kirche war mit dem Weihwasserbecken und mein Finger war verkohlt. Unschön. Wie gesagt, Tobias hat schon recht, wir können jetzt hier lange noch diskutieren. Ich werde versuchen, die Mönche so auszuschalten, ohne sie schwer zu verletzen. Menschen gehen normalerweise ziemlich schnell K.O., so wenn man ihnen ein Gewehrkolben durchs Gesicht zieht. Oder einer von denen hier. Oder das. Adam meint dann, vielleicht gehen wir einfach runter und überzeugen sie, dass sie weggehen sollen. Auch das wäre eine Möglichkeit. Das kommt darauf an, wie... Ich kann sehr überzeugend sein, wenn es sein muss. Schaut dann so zu Sam rüber. Naja, ist ein Versuch. Denke sie auch. Ja, durchaus möglich. Ja, hey, da unten ist ein Haufen Mönche, die haben noch nie einen Rockzipfel gesehen. Und sie? Naja, in den heutigen Zeiten würde ich schon davon ausgehen, dass sie mal einen Rockzipfel gesehen haben. Ganz ehrlich. Aber ich weiß, was du meinst. Wir probieren was einfach. Und für den Fall, dass es nicht klappt, meint der Brucher mit der Kette, schmeißen wir euch einfach eine Handgranate hinterher. Ja. Weißt schon, ihr überlebt das schon, die anderen nicht. Das kommt auch drauf an, wie gut sie gezielt ist, du Nase. Was hat denn das mit Zielen zu tun? Dahin schmeißen, fertig. Vampire überleben's, Menschen nicht. Nur als letztes. Adam dreht sich um, packt den Typen so am Hals, rollt ihn so nach oben und meint so, wenn du auch nur eine Handgranate nach mir schmeißt. Okay, Chef, lass mich wieder runter.
Gut, dass wir das schon mal geklärt haben. Ronan, so beugt sich mal kurz zu Bruce. Ist immer gut, wenn doch klar ist, wer auf wen hört. Aber ich will denen auch nichts tun. Ich habe keine Mittel. Ich kann sie nur K.O. hauen. Das wäre das Einzige, was ich versuchen könnte. Ja, je nachdem, wenn es 12 sind, Dutzend. Wenn es versuchen müssen. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal aneinander vorbei. DSL ist gemutet. Diejenigen, die es gut können, schleichen mit Sam und mir nach unten. Der Rest bleibt hier und sichert den Rückzug, falls irgendwas schief geht. Und wenn wir die Mönche ausgeschaltet haben, kommt ihr nach. Ja. Klingt doch nicht schlecht. Ich hoffe inständig, dass an diesen alten Geschichten nichts dran ist. An alten Geschichten ist immer was dran, meinte Tom. Dass es doch eine Handvoll Menschen auf der Welt gibt, die wirklich glauben. Der Desitiz tritt nochmal nicht ran. Die Geschichten sind wahr. Dann beten wir am besten, dass keiner von den Mönchen das hat. Wenn schon, lass mir das. Kümmere mich drum. Und Gott sagt, du sollst nicht töten. Ronan. Ja. Wir sind Gott verflucht. Dessen egal, was wir machen. Dessen bin ich mir nicht sicher. Ich schon. Und jetzt los. Ich muss die Ärmel nach unten. Okay. Waren. Anna drückt dir so eine Waffe in die Hand. Ja. Entsichert, ich mach genau das Gleiche. Zieht so eine Augenbraue hoch. Hatte ich nicht erwähnt, dass ich Jäger war? Oder gejagt habe? Nein. Tja. Jetzt weißt du es. Adam und Sen gehen dann offen rüber und Tom schleicht runter und Zetit schleicht runter. Weiß nicht, Tobias wahrscheinlich nicht. Nee, Tobias ist nicht so gut im Schleichen. Was mit Ronan? Ich glaube, der wird tatsächlich versuchen, mal hinterher zu stealthen. Mhm. Mach mal Dexterity und Stealth. 4 Erfolge. Ja. Wie eine Katze von Schatten zu Schatten. Nur mal kurz an den Hut fassen, geht er ein bisschen in die Hocke und fängt den alten so Gangster-Manier an zu sneaken. Ja. Adam wendet sich zu Sam und meint, geh vor. Denke, du machst den besseren Eindruck als ich. Schauen wir mal, ob sie dem armen kleinen Mädchen helfen wollen, was ich in der Wüste. Oh ja, die arme kleine Mädchen. Ich kann es kaum abwarten. Übertreib's nicht, Adam. Soll ich dir noch mehr Ausdruck verleihen und dich verfolgen? Lass gut sein. Das okay. War der Moment, wo die Mönche schwere MGs zogen. Lass das arme Mädchen in Ruhe. Ja. Wie reagieren die Mönche auf die Annäherung? Ja, wenn ihr euch dann nähert, irgendwie 2 von denen und stellen sich halt euch erstmal in den Weg, während die anderen
mit ihrer Arbeit mit dem Kistenverladen weitermachen. Sind kommen euch dann entgegen. Genau, genau. Entschuldigen Sie? Man. Haben Sie ein Telefon oder so? Wir haben eine Panne. Augenblick. Geht dann zu einem von den Lastern. Was ist denn los? Haben Sie ein Telefon dabei? Unser Wagen hat eine Panne und wir sind hier mitten im Nirgendwo so ziemlich. Also, naja. Das hier sieht jetzt nicht mehr ganz so nach nirgendwo aus, aber haben Sie ein Telefon? Ja, der andere kommt dann mit so einem Smartphone. Reicht dir das? Da, Schatz, wähl du mal die Nummer. Sicher doch, Schatz. Was machen Sie hier? Wir verladen ein paar Sachen. Wird man versuchen, so irgendwie an ihm vorbeizugucken? Sieht man irgendwas an den Kisten, irgendeine Kennzeichnung außen oder? Nee. Was ist Holzkisten. Das hier eigentlich? Also ein paar sind Holzkisten, ein paar sind auch irgendwie sowas Plastik. Drehen Sie hier einen Film oder so? Oder guckst du zu seinem Kumpel? Ja, genau, Film. Hm? Oh. Film. Was denn für ein Film? Im Namen der Rose 2. Oh, ich habe den ersten Teil geliebt. Darf ich mal? Und dann würde ich versuchen, mich an ihm vorbeizudrängen. Halt, nein, stopp. Mach mal Manipulation und Subterfuge. Kannst du auch Präsenz anschmeißen, wenn du magst. Nee, da ist jetzt nichts dabei, was ich tatsächlich für ihn verwenden würde. Zwei Erfolge. Ja, du schaffst es dann an dem vorbeizudrängeln, der versucht dich aber irgendwie so am Arm zurückzuhalten und dann, ja, also du stehst halt vor so einer Kiste. Sind die zugenagelt? Mhm. Man, das ist Privatbesitz irgendwie. Ach, jetzt seien Sie doch nicht so. Mein Chef macht mir die Hölle heiß. Ach, mit Ihrem Chef rede ich schon. Sie ist gut im Reden, meint er. Mach mal so einen Wahrnehmungswurf, also Wits Awareness. Ein Erfolg. Das ist nix. Wo ist denn der Rest vom Team? Die müssten eigentlich gleich wiederkommen. Kann ich mein Telefon wieder haben, Sir? Sicher doch, ihr Telefon, bitte. Und du siehst in dem Moment irgendwie, dass der so mit dem Telefon das quasi so hat, so hält, ihm das so entgegenstreckt und wenn er näher kommt, ihm so einmal voll gegen die Nase und damit haut. Du hast so ein knackendes Geräusch von der Nase. In dem Moment packt er dem halt, also lässt er das Telefon fallen, packt dem in die Haare, zieht ihn nach unten aufs Knie und es macht nochmal ein ganz knirschendes Geräusch und der bleibt im Sand liegen. Hilfe! Dann würde ich dem Typ, mit dem ich geredet habe, jetzt das Knie in die Kronjuwelen zimmern. Ja, der ist geradezu zu überrascht und ja. Was machen seine Kumpane? Ja, die sind momentan nicht zu sehen. Hm.
Adam, kannst du die Kiste aufmachen? Klar. Im Moment. Hinter dem Wagen, hinter einem von den Wagen tritt nun der Setit hervor. Macht so mit den Händen so. So, das wäre wohl erledigt. Und an der Tür irgendwie aus dem Bunkerkomplex aus der Tür heraus tritt Tom. Sind noch 5 unten. Wir wissen, dass wir kommen. Wir sollten uns beeilen. Ja, dann winken wir doch mal dem Rest. Ja. Ja. Ronan enttarnt sich 5 Meter neben dir. Ach stimmt, der Ronan war ja mitgegangen. Da hast du auf jeden Fall gesehen, wie so ein paar von den Mönchen halt irgendwie ausgeschaltet wurden von dem Setin. Also er ist nicht getötet, aber der hat die halt irgendwie niedergeschlagen. Ja, und vor dir wimmert noch der Typ mit den... Ich habe hier ein bisschen Plan von Kirche. Sind das echte Roben oder sind das so typische, ich sag mal, Karnevalsroben? Hätte ich jetzt was gesagt. Mach mal einen Wurf auf Intelligence und Politics in dem Fall. Politics. Okkult passt nicht wirklich. Ich hätte noch Academics im Angebot. Ja, dann nimm das. So. Intelligence. Wo ist es denn da? Intelligence. Zwei. Die sehen echt aus für dich. Tja, das scheint auf jeden Fall zumindest echte Mönchsroben zu sein. Das ist jetzt momentan noch sonderlich wichtig für uns? Naja, wären es einfach welche, die man zu Halloween anzieht, wären es vermutlich keine Mönche. Darf ich mal kurz? Zieht den Mönch dann irgendwie so nach oben, irgendwie der sich immer noch so sein Gemächt hält und man dann so, schöne Träume. Haut dem so den Ellenbogen ins Gesicht. Ja, und dann kommen die anderen halt auch dazu. Es gibt ein lautes Knacken, als Adam die Kiste aufbricht. Und dann geht's so. Und? Sprengstoff. Wie viel ist da drin? Die ganze Kiste. Dynamit oder C4? C4. Toll. Das Feuerwerk sorgen. Tom tritt dazu und meint irgendwie, das waren bestimmt 2 Dutzend Holzkisten, die da reingetragen haben. Die können die ganze Wüste in die Luft sprengen damit. Naja, sie möchten auf jeden Fall sicher gehen, dass der Bunker da hops geht. Dann sollten wir uns beeilen. Ja. Ich bin nicht weiter reingegangen. C4. Ja. Zeit drängt. Wir müssen jetzt sowieso rein. Wenn Sie Bescheid wissen, haben wir immer weniger Zeit. Los. Bruce, Nase. Ich gehe vor und Kundschafte. Ein Top. Wenn man das alte Ding nicht eingerostet ist, wenn es zum Einsatz kommt, und Tobias zieht so eine, nimmt den Maschine wieder relativ lächerlich klein aussehende Pistole aus seinem Sakko raus. Ja, ihr schleicht durch die Gänge irgendwie auf der ersten Ebene des Bunkers. Irgendwie könnt irgendwie kurz noch die Schemen von Tom irgendwie in den Schatten wahrnehmen, bis die dann auch verschwinden. Und dann macht der Gang so einen Knick nach rechts und dann irgendwann hört ihr Gewehrfeuer. Und vor euch irgendwie fliegt die Gestalt von Tom gegen die Wand von dem Gang, also auch kommt wieder aus diesem Knick heraus, enttarnt sich quasi.
Und ja, sackt dann irgendwie, also es sackt an der Wand auf den Boden. Gibt so ein Röcheln von sich. Das sieht schmerzhaft aus. Ich würde mich mal so an die Ecke begeben und dann mal rumlucken, was da ist. In dem Moment, wo du deinen Kopf kurz rüberstreckst, kommt sofort wieder ein Mündungsfeuer, was du siehst irgendwie. Und ja, kannst gerade den Kopf noch zurückziehen und dann die Ecke, wo du gerade um die Ecke geguckt hast, so ein Stück Beton wird weggeschossen. Kann ich irgendwas erkennen oder so? Ja, dann welche so Kisten aufgestapelt und dahinter sich quasi verschanzt und da stehen halt welche mit Gewehren. Und die haben irgendwas Komisches auf dem Kopf. Eine Maske oder sowas. Ach so. Helm, Maske. Kannst du nicht genau sehen, hast du nur kurz geguckt. Die haben eine Barrikade errichtet und irgendwelche Helme auf. Puh, das war knapp. Puh. Wie geht's ihm? Tom? So. Ja, der liegt da und er sieht irgendwie, der ganze Körper ist halt zerschossen. Liegt dann halt da. Regt sich nicht mehr. Macht ihr hier weiter, ich gehe einen von den Mönchen holen. Wir müssen wissen, was das für ein Orden ist. Ich glaube, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, das zu recherchieren. Die anderen werden es wissen. Ja, hol den anderen. Ansonsten haben wir irgendwas, um die abzulenken oder so, damit wir rankommen können, in diese Barrikade. Schnell sein, meint der Brucher. Schwingt dann die Kette und läuft um die Ecke. Und es gibt. Wenn du. Die kommen! Und dann gibt es eine große Explosion. Ach. Große Trümmerteile fliegen dann irgendwie so in euren Gang rein. Ja, gut, so geht es natürlich auch. Ja, und dann haben sie keine Munition mehr. Oder auch nicht. Also hört man dann irgendwie ein Schreien von Menschen oder. Ja. Oh. Gut, dann. Schon mal so zu Adam. Ich kann nach vorne. Oder. Adam guckt so ganz, ganz schnell mal so um die Ecke. Mhm. Ich glaube, dass. Ja. Klar ausdrücken jetzt. Guckt jetzt noch mal länger. Ah. Großartig. Ich glaube, es ist sicher. Gut. Ja, ihr seht halt irgendwie, der ganze Gang ist halt komplett irgendwie, hat halt ja, ist ja irgendwas explodiert, irgendwie ist ganze Wände sind irgendwie halb runtergekommen und so. Zwischen den Trümmern liegen halt irgendwo so noch so Füße irgendwie unter großen Steinen, Luken hervor. Großartig. Naja. Dann sollen wir jetzt weiter. Kommt. Wenn ihr auf der Trümmerhöhe seid, schieben sich so ein großer Stein von den Trümmern zur Seite. Ihr seht so einen total zerschundenen Körper von diesem Brucher. So der Arm am Unterarm abgerissen. Einer ja. Von den Armen. Schiebt so den Stein mit dem anderen Arm weg. Ha! Geschafft! Gut, immerhin das. Scheiße, tut das weh. Ich denke mal, die Mönche sind alle. Die hier waren, sind hoffentlich weg. Ja. Ich sag ja. Nun gut. Der Kopf durch die Wand klappt immer gut. Geht dann zu Adam rüber, also hinkt so rüber. Sorry, Boss, ich komm nicht weiter. Wird sein, du hast deine Aufgabe erfüllt. Gut. Mann, no! Hier, nimm du dann. Drückt Bruce so zwei Handgranaten in die Hand. Gut, ja. Ronan sucht mal eine Leiche. Ja. Beziehungsweise so einen, also so. Kannst du einen ausbuddeln, ja. Den beschriebenen Helm, ob mir das irgendwas sagt. Ja, der hat halt so ein Helm auf, da ist so ein Visier dran. Das ist halt eine, mach mal Academics und Technology, haben wir das noch? Academics und Technology?
Moment. Intelligence und Science. Oder Technology, ja, was du besser hast. Intelligence, Moment. Intelligence. Keep rolling, rolling, rolling. Zwei Erfolge. Ist eine, so ein, ja, ist auf jeden Fall so ein Militärhelm und eine sehr dicke Brille mit roter, mit rotem Glas und keine Ahnung, Vergrößerungsbrille oder sowas. Ziehst du einen auf? Ja. Ja, hast dann Wärmesicht. Wärmesicht. Nett. So haben sie den Turm entdeckt, hä? Ja, wahrscheinlich. Sind vermutlich darauf trainiert, darauf zu achten, wie warm der Körper ist. Das ist eine gute Möglichkeit, uns zu erkennen. Wir sollten alle besorgen, dass sich unser Körper ein bisschen aufheizt. Hey. Gut. Nicht mit Feuer, Tobias. Kann niemand Gedanken lesen. Ich habe diesen Ton schon ein paar Mal gehört. Okay. Ja, ich schaue mich dann sonst nochmal um. Gut, wenn ich mich noch recht erinnere, müssen wir dann den Gang da die Reste vom Gang da runter. Ja. Ich schaue mich mal kurz so zu Anna um bei den Mönchen. Weil sie ja meinte, ne? Ja, Sam wollte ja noch einen holen. Ach so, genau, ja. Kommst dann auch wieder dazu. Aus einem Schlepptau. Ja, ich wollte für Tom einen holen. So. Ja, der ist bewusstlos. Zumindest. Also man kann, Lebenszeichen hat er nicht. Also schwierig zu sagen. Aber da er nicht zu Staub zerfallen ist, lebt er vermutlich noch. Ja, genau. Also unlebt er noch. Ronan macht mal so bei dem Mönch, den er da so hat, so die Öcklein zu und spricht tatsächlich ein Gebet. Und ob ihr schon wandert im finsteren Tal? Anna fängt an, ein bisschen zu grunzen, also so einen grunzenden Laut von sich zu geben, neben Bruce, und meint dann, jetzt wo sie einen von uns, zwei von uns erwischt haben, sind sie nicht mehr unschuldig. Was zu beweisen war. Ja. Dann ist gut. Machst dir so einmal kurz die Schultern, dann gut. Wir müssen uns echt beeilen. Ich schaue dann so zu Tom runter, der da im Boden liegt, hebt so meinen Hut. Ich sammle dich halt auf dem Rückweg ein, alter Freund. Denke mal, er kann auch nachkommen, wenn es ihm später besser geht. Ja, der Spinnengangrel meint, ich kümmere mich um ihn. Geht vor. Gut, mach das. Ja, und gehe nach vorne, durch die Trümmer. Dann geht's halt nach unten, kommt in einen etwas größeren Gang, der etwas höher und breiter ist. Ja. Und ja, wer geht von euch vor? Oder lasst ihr irgendwelche von den Anarchen vorgehen? Ich meine, so viele sind jetzt nicht mehr da. Sethit ist jetzt noch da und Adam und Anna, wenn man die zu den Anarchen zählt. Ich denke mal, ich würde schon von rangehen. Ich habe gesagt, ich gehe zuerst los. Ich würde dann halt schauen, also ja, dann läufst du irgendwann vor eine Wand. Also jetzt würdest du von eine unsichtbare Wand. Kommst nicht weiter. Schau mal nach hinten. Ronan? Ja, die Iren sind unterwegs. Nochmal Wits Awareness. Bruce? Ach so. Ging es mir dabei nicht um die Iren. Wits Awareness. Ah, warte, ich glaube, ich muss die... Ja, er muss die APIs ausmachen, sonst kriegt Roll20 das nicht hin. Möchte er es nicht.
freier Vogel. Ja. Dann nimmst du zunächst erstmal nichts wahr und rufst dann, ey, Ronan oder so. Und in dem Augenblick kommen aus so zwei Nebentüren hinter diesem unsichtbaren Barrierending zwei von den Mönchen hervor und eröffnen das Feuer. Du kannst noch mal einen Dexterity-Wurf mit Survival zusammen machen. Okay. Oder Athletics, was du besser kannst. Auszuweichen. Definitiv Survival. Ronan dann auch, wenn er nach vorne läuft, dann? Zwei? Zwei. Eins davon, 0, 10, ja. Ja, möchtest du noch eine Reroll machen? Einen rerollen? Einen. Moment. So. Dann mach du erstmal. Nee. Die nicht mehr aufsparen. Okay. Dann wirst du getroffen, kannst gerade noch so ein bisschen ausweichen. Yikes! Ich möchte gerne rerollen. Du kriegst einen Superficial Damage, der wird halbiert. Der, ne, real gerundet kriegst du wieder aber einen. Zweikontig oder? Du kannst jetzt noch einen rerollen. Naja, könnte den Unterschied ausmachen. Nee. Dann habe ich einen. Dann kriegst du zwei Schaden, halbiert auf eins. Rüstung zählt? Ja, zählt, wenn ihr mich habt. Ja, die kugelsichere Weste. Dann halbier das nach dem Schaden, den du gekickst hast. Also dann wahrscheinlich halt keinen. Ja, nur blaue Flecke sozusagen. Ja, dann seht ihr nur, wie Ronan und Bruce halt so getroffen werden, ein bisschen so wahrscheinlich so von der rein physikalischen Wucht der Geschosse irgendwie so ein bisschen nach hinten geschleudert werden. Scheiße! Bum, bum, bum. Ja, in dem Moment versucht der Setit an euch vorbeizuspringen und prallt halt auch gegen diese unsichtbare Wand mit voller Wucht. Dann wir haben alle Waffen, ne? Dann ja, Feuer. Wenn ihr Waffen habt, schießt. Oder Tobias schmeißt einen Feuerball, geht auch. Die Versuchung ist groß. Ich denke mal. Zu der Frage bei uns im Chat, ja. Okay. Dann Firearms und Dexterity. Mhm. Oh. Alter. Ein Erfolg. Ja, hattest du dir rausgesucht, wie viel extra Schaden deine Waffe macht? Da die mir gerade in die Hand gedrückt wurde, noch nicht tatsächlich. Dann gucke ich gerade mal. Okay, danke. Das war ja so ein Gewehr, ne? Mhm, genau. Dann kriegst du auf jeden Fall plus 3. Das heißt 4 Schaden insgesamt. Der eine von denen fällt unter deinem Gewehrfeuer. Boden. Ja. Wie weit steht der entfernt, der Typ, der andere dann? Ja, so knapp 15 Meter vor den Gang runter. Dann wird Ronan versuchen, ihn nicht letal zu treffen mit der Pistole. Mhm. Also Beine oder so. Ja, die stecken halt wieder hinter so einer Kiste. Nee. Das heißt, du musst halt irgendwie, wenn du den nicht letal treffen willst, irgendwie Schulter oder Hand oder sonst irgendwas auf die Waffe schießen oder so. Ja, dann auf die Waffe schießen.
Es ist zumindest ein Versuch. Das ist so ein Reflexschuss mehr oder weniger. Drei Erfolge. Ja, der versuchte sich wegzuducken, aber hat das nicht so vernünftig hingekriegt. Deswegen macht auch so 4 Schaden und der Typ fällt zu Boden hinter dem Ding. Das ist so Rodin im Liegen. Bang. Setzt einen Schuss, trifft. Bang. So, und jetzt ich hau nochmal so nach vorne. Ich gehe so also ein bisschen davon aus, dass ich mich irgendwie hingeduckt habe, irgendwie in die Knie oder so. Bin immer so nach vorne touchen, ob diese Barriere noch da ist. Oh. Oh. So, Ronan, was ist hiermit? Dun, dun. Au. So, steht so langsam auf. Ach komm, stell dich nicht so an. Ich mach so. Bruce, wir haben schon mal festgestellt, dass ich nicht deine Schultern habe. Das ist richtig. Du hast aber dafür Wissen um das Ding hier. Und dann touch ich so gegen diese Wand. Okay. Ja, das sieht mir aus wie eine Schutzbarriere gegen Kaniten. Da muss irgendwo eine Rune oder sowas sein. Dann lass mal danach suchen, schnell. With awareness. Ich habe das befürchtet. Das Problem ist, die können tatsächlich winzig klein sein, die Dinger. 3. Oh Gott, bitte. Aber ich kann ja... Also Bruce findet tatsächlich winzig kleine Markierungen, die in die Wand eingeritzt sind. Ja, irgendwie, ach, die Sachen, winzig klein. Dann werde ich so, da, ich habe wahrscheinlich irgendeine Art Taschenmesser, was weiß ich, dann würde ich halt zerkratzen wollen. Mhm. So drüber schlagen, also irgendwie drauf schlagen, vielleicht mit dem Gewehrkolben oder so irgendwas, wenn das so Fliesen an der Wand sind, wo die eingeritzt sind, dann... Es ist so ganz, ist halt eine Betonwand. Ja, dann würde ich dir versuchen, irgendwie zu zerkratzen. Ja. Dauert eine Weile, aber ihr kriegt das hin. Mhm. Ah, da. Ja, ansonsten, die Kunst ist tatsächlich, die erstmal zu entdecken. Ja, ja, also, ne, falls ich irgendwie dann einen Stein finde oder so, das ist, glaube ich, effektiver, als mit dem Messer rumkratzen. Ich halt einen Stein, hau irgendwie da einfach Brocken raus oder so. Stahlstange irgendwie von dem Fundament oder so, dann einfach. Ja. So. Dann. Weiter. Weiter jetzt, genau. Es geht nochmal eine Treppe nach unten. Vorsichtig. Und dann spürt Bruce innerlich schon irgendwie, dass sein Tier irgendwie schon rumort vor. Und witterst irgendeine Präsenz. Ja, ich werde auch wahrscheinlich irgendwie vorgehen. Da ist so diese Treppe. Ich habe mich dann so ganz kurz am Geländer fest und dann. Und Ronan kann nochmal also Tobias auch, wenn er mag. Und nur die beiden. Sam auch mit Auswex. Wits Awareness machen, aber um einen Würfel abziehen, bitte. Nehmen, was ihr habt. Fass mir so ganz kurz gegen den Kopf. Dann werde ich so ein bisschen halt wittern, so die Nase rümpfen. Mhm. Irgendwas ist hier. Zwei Erfolge. Wiederholen konnte ich. Warte, du mal. Kannst wiederholen. 2. 2, ne? Ja. Mhm. Da habe ich es doch richtig im Kopf. So. Ja, 2 extra. Dann sind 4. Dann nimmst du wahr, dass die Wand neben dem Setiten eigentlich gar keine Wand ist. Sondern für dich jetzt irgendwie so einen leichten Schimmer von sich gibt. Irgendwie
Dreht sich zur Seite und in dem Moment kommt so ein steinerner Arm aus der Wand raus und reißt ihn so in die, also für die anderen, in die Wand rein. Gargüle! Also der ist gerade in der Wand verschwunden. Zu sehen. Ja, ich greife sofort unter meine Jackentasche und behalte die Hand noch da und dann gucke ich mich um. Hab dabei diese Kapsel in der Hand und dieses Fläschchen. Ja, siehst keine Gargüle, siehst ganz normal nur die Wand, wodurch der Zetid gerade verschwunden ist. Also die Wand hat Hände gekriegt für deine Augen und hat ihn quasi durch die Wand gezogen. Die Wand ist nicht echt. Oder er kann mit der Wand verschmelzen. Ja, ich habe ja so einen Stein in der Hand gehabt. Also in dem Moment sagt Ronan, also wo Ronan sagt, es hier nicht echt ist, würde ich einfach mich als Reflex quasi mal so einen Stein dagegen werfen, um da zu gucken, weil für mich ist sie ja absolut echt. Ja, der Stein fliegt durch die Wand. Also verschwindet in der Wand. Geh in das Haus eines vorbereiteten Tremere. Sollte ich. Frage ist, willst du dich der Wand näher? Oder nicht? Man hört jetzt irgendwo aus der Ferne irgendwo ein ziemliches, ekliges, klatschendes Geräusch. Und dann Schrei. Ja, ich schaue in dem Moment auch zu Adam. Auf einmal. Adam guckt so verzweifelt zwischen Ronan und Tobias hin und her. Ich schaue mich währenddessen mal um, ob ich irgendwo eine Rune finde, die für diese Wand verantwortlich sein könnte. Ja. Wits Awareness nochmal. Tobias hat seine Brille nicht auf. Keine Runen sichtbar. Aber Ronan kann auch nochmal würfeln, wenn er mag. Ja. Ja, der hat es ja auf jeden Fall auch gesehen. Gib mir Deckung. Aber einen abziehen wieder. Mhm. Kannst ich natürlich dein Tier rufen, um wieder einen extra zu holen. Stimmt, habe ich vergessen. Das war noch dieselbe Nacht, ne? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein Mann raus. Hättest du dann doch mal besser einen Mönch getrunken. Okay. Ja, kriegst einen Hunger mehr. Dann sind wir wieder bei plus minus null. Mhm. Moment, nee, stopp irgendwie. Du hast ja geschafft, keinen Hunger mehr. Bisschen. Vier. Ja. Dann entdeckst du definitiv die Runen, die dafür sorgen, dass da diese Wand ist. Jetzt willst du dich der Wand nähern. Die direkt neben der Wand. Mhm. Bruce? Ja. Auf 2 Uhr Nordwest. Guck da hin. Erkenne ich da eine Rune? Wenn er mir das so sagt. Nein. Gib mir Deckung. Falls gleich ein Arm aus der Wand fischt. Warte. Ja, dann greife ich, also halte die so geballt in meiner Hand, die Kapsel, und dann wir gehen zusammen. Ich gehe neben dir. Ich achte auf die Wand, du auf die Rune. Mhm. Mach mir auch gar nicht Sorgen oder so. Auf 3. 1, 2, 3. Ihr nähert euch der Wand und Ronan versucht dann mit so einem gezielten Schlag die Rune zu zerstören. Und schafft das auch und für die anderen hebt sich diese Illusion dann irgendwie auf und ihr seht dahinter in das wütende Gesicht von dem Gargoyle, der sofort auf Ronan zuhechtet. Ja, wie gesagt, ich wollte mich also wirklich ja, nehmen. Kannst du gerne machen, ja. Und dann, ich weiß nicht, wenn er irgendwie mit der Faust ankommt, würde ich halt. Also der ist ja nicht weit weg, würde ich halt dieses Glasfläschchen halt auf den werfen wollen. Ja. Noch einmal Firearms und Dexterity. Mhm. Bitte
Nicht ich, patzen, ich möchte nicht getroffen werden von der Säule. Das wäre gut, ja. Ich kann einen Rose-Check machen, ne? Wenn der gelingt, dann kriege ich einen extra Würfel. Ja. Oder ich kriege immer einen extra Würfel oder so, wie war das, ne? Egal, ob der gelingt oder nicht. Kriegst immer einen extra Würfel, egal ob es gelingt, weil dein Hunger könnte steigen, ja. Genau, Firearms und Dexterity. Da bin ich lieber ein bisschen vorsichtig. Na, boah. Zwei Erfolge. Ich würde mal Willpower rerollen. Ja. Zwei wiederholen, ne? Ja. Drei Erfolge. Ja. Es gibt ein zischendes Geräusch, als dieses kleine Röhrchen irgendwie auf der Oberfläche der Haut des Gargoyles zerplatzt. Und einen tiefen, grunzenden Schrei aus dem Mund des Gargoyles. Ihr seht halt so Nebelschwaden, die halt aus diesem Gestein halt aufragen. Aber Ronan darf auch nochmal versuchen, sich im Nahkampf gegen das Ding zu wehren mit Brawl und Dexterity. Ja, das ist eine geile Nummer. Mama? Vier Erfolge, ne? Ich bin müde. Dann kriegst du nur 6 Superficial Damage. Also halbiert noch. Ach, Superficial. Also 3. Warte mal, wo trage ich das denn ein? Ja, der Typ, der Gargoyle hat dich quasi dann gerammt mit dem und Ronan fliegt so wie an euch vorbei und auf die andere Seite des Ganges. Aber nicht ohne vorne den 1A Block hinzukriegen. Ja, irgendwie so, hast gerade so gemacht, dann hast du irgendwie so knackende Geräusche aus den Armen gehört und fliegst dann irgendwie gegen die Wand. Na. Ja, ich hoffe ja, Feuer! Dass Adam auch... Ruft Adam und eröffnet das Feuer. Ja, ich hoffe eigentlich, dass die auch so Fläschchen dabei haben. Das hatte der Zetit. Scheiße, stimmt ja. Na gut. Komme ich an dem Gargoyle vorbei oder ist von dem Zetit nichts mehr übrig? Weiß nicht. Siehst du ja momentan nicht. Oh, okay. Dachte, der lag da in Matsche. Also, okay. Ja, vielleicht. Also ich glaube, du hast gerade andere Sachen zu tun. Das ist richtig, ja. Das war so richtig. Ja, dann, ich sehe ja, wie mein Freund weggetackelt wird. Ja. Dann wird es für mich Zeit, dass ich, wo ist es? Könnt ihr alle mal jetzt mal kurz entscheiden, was ihr machen möchtet? Irgendwie der Gargoyle hat für dieses Mal jetzt schon agiert. Adam hat schon gesagt, er schießt. Wie reagiert ihr jetzt auf die ganze Situation? Also Bruce hatte das Röhrchen ja auch schon geschmissen, das würde genau. Ich auch jetzt irgendwie auch lassen. Das heißt, Sam und Tobias können noch sagen, was sie machen. Tobias geht erstmal in Deckung. Ja. Er zieht sich irgendwie in so einen Seitenraum irgendwie. Wird die Knarre ziehen. Ja, ich nehme gehe davon aus, dass du die schon gezogen hast, oder? Ja. Würde ich auch auf ihn schießen. Ja. Dann Dexterity Firearms für Sam. Reihenfolge. Mhm. Deine Waffe macht wie viel extra Schaden? Plus 3. Also insgesamt, wenn er sich nicht verteidigt, 6. Ja. Dann siehst du, wie du eben so ein Stück also alle Leute feuern gerade auf den, das heißt, der wird gerade so durchgeschüttelt und ja, es sprengen so ein paar Stücke Gestein irgendwie aus ihm raus, aber nicht viel. So. Und dann nächste Runde quasi. Der würde alle seine Attacken aufteilen, das kann man nämlich in der V5. Und würde halt versuchen, euch alle gleichzeitig irgendwie mit so einem großen Schwinger alle zu erwischen. Außer Tobias, der hat sich ja verzogen.
Ja, Granate, genau, wo ihr alle daneben steht. Danke, Tengü. genau. Ja. Naja, es könnte jetzt eine Granate werfen. Ihr könnt, ihr könnt euch alle mal Gedanken machen, wie ihr kämpfen wollt. Also wie ihr gegen den Gargoyle jetzt agieren wollt. Ja, Bruce würde auf jeden Fall mal seine Klauen ziehen oder bereit machen. Wachsen lassen, ja. Genau, wachsen lassen. Dann geht er sofort. Genau. Dafür muss ich aber erst einmal Form halber. Einen Rouse-Test machen. Genau. Ja. Das klappt. Ja, dann stehe ich ja gerade, also ich war ja sehr nah an Rone, der ist wahrscheinlich sehr nah dran an mir, und dann gucke ich dieses Ding an und versteife meine Finger, und da kommen wirklich so dunkelschwarze, dicke Klauen heraus. Mhm. Dann, wenn dann für eine Zeit ist, weiß ja nicht, wie lange das braucht, dann würde ich mir natürlich, weil ich nicht weiß, was mit Rone ist, auf den stürzen wollen. Irgendwie versuchen halt irgendein Gliedmaß Nahkampf, von denen, ja, oder so, genau, mhm, genau, im Nahkampf zu dann hast kriegen. Möchtest du eher so mit Wucht oder mit Geschicklichkeit? Absolut, absolut. Der ist ja Strength Brawl dann für dich. Auch richtig sauer gerade. Sam schießt weiter. Ja. Okay. Ronan schießt oder macht irgendwas anderes? Wie schnell heilt der Schaden, wenn das Superfischl ist? Du kannst einen pro Runde heilen mit einem Rouse-Test. Dann mache ich jetzt mal einen Rouse-Test. Das wird nämlich das erste sein. Kriegst mehr Hunger? Das ist sehr schlecht. Und dann würde ich ja einen heilen. Mhm. Also dieses Knack, 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 knack. Ah, knack, knack, knack. Ah. Ja, das ist dann deine Aktion für diese Runde? Ja, genau. Ja. Tobias, du bist der Einzige, der gerade irgendwie auch von dem Schwinger wahrscheinlich gleich nicht erwischt wird. Ronan wahrscheinlich auch nicht, weil er quer weggeschleudert wurde. Ich hab schon, danke. Wenn es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, wird Tobias von der Deckung aus auf das Ding schießen. So, auch gleich die Macht bist. Mhm. Okay, dann. Auf die Augen! Dann rollt mal für euch. Ja, ich hätte 4 Erfolge. Bin am Überlegen, ob ich die beiden noch rerollen soll. Ich mach das mal. Nischt. Schade. Ja, aber trotzdem 4. Also ich habe 12 Erfolge. Ihr müsst jetzt gesammelt irgendwie mal gucken, ob ihr über 12 kommt. Mein Drittel habe ich schon. Ich habe einen Erfolg. Immerhin. Und meine mit Pistole mache ich dann plus 2 Schaden. Ich werfe 4 mit in den Ring. Es geht erstmal nur um die reinen Erfolge. Okay. 4 plus. Du hast sogar 6, weil du hast eine Doppel-10. Ah, okay. Dann. Oh, Beastrill? Mhm. Oh ja, ein Beastrill hat Sam. Oh, das Tier schießt. Dann hat er 6 Erfolge von Sam, einen von Tobias. Wie viel von Bruce? 4. 4? Ein noch. Anna hat ganze 2. Adam hat 3. Und der Spinnengangrel ist noch da. Kümmert sich der nicht um Tom? Ah ja, genau, der kümmert sich um Tom, aber irgendwer ist noch da. Wer war noch da? Nee, das waren sie. Das waren sie, ja. Okay, dann waren das 5 nochmal extra. Das heißt, ihr seid auf jeden Fall mehr, wenn ich das richtig habe. Ihr seid die 3, die Kacko gemacht habt, mehr. Das heißt, ihr könnt Schaden machen. Ja, bei Brawl. Nämlich ist das genau die 3 irgendwie plus euren Extraschaden. Genau, mein Extraschaden ist plus 2 mit den Clown. Mhm. Also auf meinen Brawl. Und 5. Ich werde Tobias extra 3, ne? 2. 2, 7 und Sam?
Nochmal drei. Nochmal drei. Das sind insgesamt 10 Schaden, die ihr dem macht. Ja, und wieder sprengt ihr große Stücke diesmal von dem Gargoyle aus der Haut. Ja. Dann nächste Runde. Der stürmt vor und würde sich jetzt auf Bruce konzentrieren, weil er ist ja mit ihm im Nahkampf. Und schlägt einmal komplett nur auf Bruce. Mhm. Das heißt, alle anderen können schon mal würfeln und machen dann automatisch ihre Erfolge plus den extra Schaden auf jeden Fall, weil der sich ja dagegen nicht verteidigt. Bruce kann dann Strength und Brawl würfeln. Mhm. Mit den die Verletzungen kriege ich dann als Würfelabzug, ne? Ja. Extra würfeln. Ich würfel schon mal, ne? Mhm, ich mache auch schon. Ah. Wie viel Willpower habe ich denn noch? 13 für mich. Ja, ich habe ja noch ein paar. Ich mache nochmal Willpower Reroll. Kann 3 machen. Ach, immerhin einen habe ich 5. 5, dann heißt das, heißt du kriegst von ihm, hatte ich gesagt, 13, ne? 8 Superficial Damage. Halbiert. Und dann ziehe ich davon nochmal 3 ab. Weil die Rüstung wirkt dagegen nicht. Ich habe keine Rüstung, ich habe Fortune. Achso, ja, dann. Und da ich Fortune 3 habe, ziehe ich da erstmal 3 von ab. Das heißt, ich krieg einen. Und, ja, dann ziehst du den Fortune, glaube ich, vorher ab, ne? Ich glaube, vorher und dann wird halbiert, ja. Genau, also du hast 8 bekommen, das heißt, davon ziehst du 3 ab. Hast du noch 5, die werden halbiert. Mhm. Also das sind dann 2,5 real gerundet, 3 Schaden. Okay. Mache ich dann erst die Superficial voll? Erst Superficial voll, danach werden die so aus den Superficials schwerer, also aggraved. Mhm. Aber du wirst durch Superficial vorher schon außer Gefecht gesetzt, wenn du zu viel hast. Mhm. Ja, aber ich. Aber du hast ja, glaube ich, ganz viel. Nö. Nö, hast du den Perk nicht genommen von Fortitude? Nee, ich hatte den anderen leider. Ah, okay. Aber der war ja jetzt auch ganz gut. Stehst du denn noch oder stehst du nicht? Das ist dein Hefterfolg. Du stehst noch, okay. Also, wir haben noch 2 Leben. Okay. So, jetzt machen die anderen Schaden. Ohne, dass er sich wehren kann. Ab 6 oder ab 7? Erfolg ist ab 6. Okay, dann habe ich 3 Erfolge. Das heißt, plus 2 sind 5. Plus 2 sind 5. Wie viel hat Sam? 2 Stück. 2. Plus die 3, ne? Sind auch 5. 10. Ronan. Was war? Du bist gemutet. Gar nichts, weil der Arm ist noch gebrochen. Also er kann nicht richtig schießen. Okay. Ja, die anderen machen auf jeden Fall auch noch mal 12 Schaden. Und ja, wieder, also dieses Mal sprengt ihr dem Gargoyle quasi einen der Arme weg. Durch das ganze Feuer, was er auf den drauf richtet. Ja, und ich denke, also je nachdem, wo der mich trifft, werde ich irgendwie gebrochen Kiefer, Nase, ja, Brustkorb. Da wirst du wahrscheinlich irgendwie, du hast ja gewehrt, ne? Irgendwie so irgendwie die Arme hochgerissen, vielleicht hast du auch den Arm gebrochen oder so. Ja. Ja, ich kann nichts sagen in dem Moment. Ja. Wahrscheinlich dann auch zu Boden gestürzt. Mhm. Ja, und dann verteilt er wieder seine Attacken auf. Für die nächste und letzte wahrscheinlich Runde, je nachdem wie er würfelt. Oder wie er würfelt. Aber er kriegt jetzt ordentlich Abzüge, er ist schon ziemlich mitgenommen. Ja, da ich am Boden liege, würde ich dann irgendwie probieren, noch so mit vermeintlich letzten Kräften irgendwie so auf dem Boden mich irgendwie auf sein Bein zu konzentrieren, mit die Klauen sind, das Bein zu schlagen. Ja. Ihr seht, dass bei Adam
Adam wirft, weil das Magazin leer ist, das Gewehr weg. Und ihr seht halt irgendwie, wie er die Faust so ganz, ganz stark ballt. Kurz auf die Faust guckt und dann weit ausholt. Immerhin, das funktioniert immer. So, was macht Tobias? Schießt wieder. Genau. Sam schießt auch. Und Ronan kann dann inzwischen was machen? Ich würde dann noch mal heilen wollen. Mach mal einen Rouse-Check. Toll. Ah doch, ha, hu. Das ging Bruce nicht. Hat mehr Erfolge, wenn das jetzt gerade die 4 Erfolge waren. Das heißt, du gewinnst gegen ihn, gerade im Nahkampf. Okay. Genau, das sind die 4. Adam gewinnt auch gegen ihn, okay. Und Sam? Sam hatte wie viel? Ein. Jetzt gerade nur ein, ja. Willst du rerollen den einen oder nicht? Ist das irgendwie meh? Nee. Dann würde das zumindest verteidigen. Tobias hatte? Ich habe 2 Erfolge. Dann darfst du auch Schaden machen. Also 1 plus deinen Schaden, Tobias, sind 3 Schaden, die der schon mal kriegt. Kako, wie viel Schaden? Du hattest wie viele Erfolge? 4, ne? Ja, plus 2 wegen den Klauen. Dann machst du 3, weil Aggraved, glaube ich, mit den Klauen, ne? Aber nur gegen Mortals. Nee, das ist kein Mortal, nein? Okay. Ja. Auch nochmal 6. Sam hatte verteidigt. Aber was interessant sein könnte, das habe ich gerade gelesen, mein Superficial wird nicht halbiert. Ah, okay, ja. Ja, und Tobias, der Schuss sprengt ihm so ein Stück von der Stirn weg. Bruce hatte ja auf die Beine gehauen und kannst ihm irgendwie so quasi das Bein brechen, sodass er so runtersackt. Auf dem Knie runtergeht. Und dann die anderen schießen halt auch noch. Und der wird noch ein bisschen erschüttert und dann kommt dieser lange ausgeholte Schlag von Adam, der mit Fist of Cain dem quasi das Gesicht zertrümmert, dem Gargoyle. Der nach vorne überkippt. Ich räume mich weg, wenn der auf mich kippen sollte. Ja. Ist doch viel geschmiert. In früheren Zeiten gab es davon in unseren Behausungen Dutzende. Ja. Das früher war alles besser. Ihr habt wohl nicht besonders viel Freude an Besuch gehabt, oder? Das war häufig der Besuch. Adam meint, ich habe gerade 2 Magazine in den Rhein gejagt. Krasses Ding. Du hast hoffentlich noch genug zum Nachladen dabei, oder? Knack, knack. 1 habe ich noch. Knack, 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 knack. Da hat sich auch ungefähr wie 2 Magazine. Anna meint, ich bin leer. Ja, ich ziehe mich mit dem anderen Arm so ein bisschen nach oben. Und ich. Stürzt irgendwie zu dir hin, Anna, und meint dann, alles gut. Und stürzt dich so, hilft dir hoch. Geht noch. Ich glaube, nur mein Arm ist. Brauchst du Blut? Nicke. Hier, nimm. Ja. Und jetzt kommen noch die Tremere. Ja, ich nehme ein bisschen was von Anna. Ein Blutpunkt oder so. Mhm. Also Ronans linker Arm eckt noch so ein bisschen so runter. Kannst du einen Hunger streichen? Immerhin, die auf einen. Hunger ist nicht das Problem. Mehr die Hälfte. Ja, bei mir schon so langsam. Ronan, alles. Scheiße. Danke, also Schatz. Man sieht jetzt auch, die Augen sind jetzt dauerhaft grün leuchtend. Also so leicht glimmt. Boah, nochmal so einen Schlag halte ich nicht aus. Ist doch noch ein zweiter Gargoyle. Ich hätte vielleicht doch was trinken sollen vorhin. Geh zurück und hol dir noch ein paar von den Mönchen. Geht nicht.
Ihre, ich weiß. Ausnahmsweise mal nicht ihre, aber seltsame Nahrungsangewohnheiten. Als ob das irgendjemand gewusst hätte. Ja, mit Sicherheit. Ich würde mal in meine andere Jackentasche greifen. Ich hatte da ja eine Brosche, die Malcolm mir gegeben hatte. Ja, oder das ist so eine Manschettenknopf. Ja, ich würde gucken, ob der Manschettenknopf noch da ist. Nachfühlen. Ja. Okay. Tobias, hast du zufällig ein stabiles Reagenzgläschen dabei? Ja, tatsächlich. Hier. Brauchst du auch noch einen Erlenmeyer-Kolben? Nimm das mal und mach Gargülenstaub rein. Ja, nützlich. Kannst ein bisschen was Jelly geben. Wer weiß, mit was sie das mixt und was für Fähigkeiten. Da kommt man sonst nie dran. Ja. Lass uns weitergehen. Ja. Und dann kommt ihr irgendwann an diese Empore, wo die Leiter halt runtergeht und könnt nach unten sehen und seht dann die drei Tremere da stehen, in diesem auf den Boden gemalten Kreis, den Ronan und Tobias schon kennen. Und die wiegen sich gerade so im Takt, in irgendeinem stummen Takt. Der Boden glüht rot auf schon. Und man sieht inzwischen, dass dieses schwarze Abyss-Zeugs schon quasi komplett die eine Wand schon eingenommen hat. Also die Wand, wo die Tür war, die Tür kann man schon nicht mehr sehen, das ist einfach nur schwarz. Ich scheine euch gerade nicht wahrzunehmen. Ich werfe einen Feuerball. Ja. Fair. Was machen die anderen? Ronan würde halt jetzt flüstern. Ich bleibe jetzt in normaler Lautstärke, damit mich alle verstehen. Wenn wir leise sind, können wir sie jetzt überraschen. Und da geht der Feuerball. Ja, du siehst schon dann, du siehst halt, wie die Flamme halt in Tobias Hand bildet. Heimlichkeit war nie eine Option. Und dann ziehe ich so eine Granate raus, die mir an die Hand gedrückt wurden. Ja, eben. Gut. Und ich gucke in dem Moment, wo ich den Feuerball sehe, noch diese Granate an. Das ist für mich so surreal, dass ich jetzt wirklich bereit bin, eine Granate auf die zu schmeißen. Es wird auch eine geben. Zwei Stück hattest du, ja. Ja, dann gebe ich die wirklich. Also ich starre auf die eine, gebe die dir so, ohne dahin zu gucken, und greife mir die andere aus der Tasche. Scheiße, das ist 15 Jahre her, seit ich eine Granate geworfen habe. Und dann mache ich tatsächlich auch so ein. Sam? Bei dem Feuerball in Deckung. Ein Stück rückwärts. Ja, das sieht gleich einfach gut aus in dem Moment. Anna und Adam weichen auch vor dem Feuer zurück. Ja, und dann fliegen gleichzeitig zwei Granaten und ein Feuerball auf die untere Ebene. Und es gibt eine große, heftige Explosion. Und irgendwie unter euch der Boden vibriert. Staub wird aufgewirbelt. Und kriegt irgendwie so ein Klingeln im Ohr und so. Und erstmal könnte also Trümmer kommen von oben runter, fallen irgendwie die Teile dieses Metallpodests, das da außen rum geht, irgendwie wird abgerissen durch die große Explosion. Und als sich dann das ganze Chaos wieder ein bisschen gelegt hat, habt ihr noch immer dieses leichte Klingeln in den Ohren von der Explosion. Und eine riesige Staubwolke seht ihr nur unten. Und leicht dieses Glimmen des Pentagramms kann man noch durch den Staub noch sehen. Ja, ich muss gar nicht husten. Praktisch. Ja, aber ich wische mir so den Staub aus dem Gesicht und guck erstmal, wo Anna ist und ob da irgendwas. Ja, die hatte sich in Deckung. Sie ist gerade mit Sam und Adam irgendwie so in Deckung gegangen gewesen, deswegen. Wisch mir dann wirklich den Staub und Trümmerteile vom Gesicht und dann probiere ich halt zu gucken, ob da noch irgendwelche Schäden sind oder ob die weg sind. Und das ist eine große Staubwolke, du müsstest halt unter in die Staubwolke rein.
dann warten oder weiter. Oh, klack, klack. Sind nicht umsonst so weit gekommen. Weiter. Gut, gut, runter. Und dann runtergesprungen, gelaufen. Das ist ja so ein... Also die Treppe ist zur Hälfte abgerissen, das heißt, ihr werdet dann klettern müssen. Oder springen, wenn Bruce das möchte. Nee, kletter schon. Kann ich. Ja. Klettert runter, Tobias ist da wahrscheinlich ein bisschen überfordert mit. Wie früher im Sportunterricht. Ja, alle anderen können da relativ beeilende, glaube ich, runterklettern. Ronan hatte ja beim letzten Mal schon bewiesen, dass er gut klettern konnte. Sam ist sowieso gewandt wie sonst was. Und Adam und Anna auch. Die beiden, die können eine Superheldenlandung da unten machen. Mit könnten sie, machten sie aber nicht. Ja, dann irgendwie das ist halt so eine Staubwolke, richtig, das tut halt in den Augen auch ein bisschen unangenehm weh. Tastet euch so vor und seht dann irgendwo zwei zerfetzte Körper und einen, der noch intakt ist, und ihr seht dann irgendwie, gerade weil es ja näher kommt, so ein Feuerball aufblitzen. Also so ein Feuer aufblitzen vor euch. Also vor Bruce dann, weil der ist ja vorgegangen. Dann würde ich wahrscheinlich mich, also wenn ich sehe, dass der auf mich zukommt, mich sofort zu Boden werfen irgendwie, oder der andere würde ich Deckung suchen. Wenn Athletics und Dexterity. Ja, warte, Moment. Ich meine, das funktioniert heute. Du brauchst 3 Erfolge. Mhm. Ja. Die haben sich. Meist sich zu Boden. Der Feuerball schießt über Bruce hinweg in quasi oben in die Decke und es löst da nochmal irgendwie so ein Teil vom Geländer und das ganze, das ganze Geländer kracht dann jetzt quasi krachend zu Boden. Ist halt jetzt schwer da nochmal, also da müsste man jetzt ordentlich, weil die ganze Rüstung halt fehlt. Irgendwie, wenn man da jetzt wieder raus will, muss man gut klettern hier können jetzt. Verdammte Verräter, hörst du dann. Machen die anderen? Wer im Glashaus sitzt, sollte sich im Dunkeln umziehen. Ich werfe einen Feuerball zurück. Okay, würfel mal. Sag mal, wie viele Erfolge du hast. Was würfel ich da doch gleich? Mach mal, damit es schneller geht, Dexterity Firearms. Okay. Oh Gott. Ja, es ist nur ein Erfolg. Ich habe auch einen. Da du Spielercharakter bist, kann ich dir einen dreckigen Erfolg anbieten. Nehme ich. Der Feuerball schlägt quasi in ihn ein, setzt dieses Gestalt in Flammen. Aber der steht auf und stürzt sich auf den am Boden liegenden Bruce. In Feuer, also in Flammen aufgegangen. Bruce's kleine Kleidung fängt Feuer. Das war so nicht geplant. Ich würde gerne auf die die lebende Fackel schießen. Ich würde schießen. Ja. Exerted Firearms. Ja, warte mal. Alles gleichzeitig hier. Aha. Dafür habe ich im Moment was. Resist, du hattest irgendwas mit Resist gegen Feuer, ne? Ich habe die Fire Bane, damit kriege ich davon. Also ich kann eine bestimmte Art Aggravate Damage konvertieren. Dann. Das ist ein nackter Bruce. Sam schießt, hat einen Erfolg. Kannst 2 rerollen, wenn du magst. Ja, komm, für Bruce machen wir das doch. Schützt Bruce! Dankeschön. Hilfe. Nummer 1 extra, okay. Ja. Ich würde auch schießen. Ja, schieß. Hat das eine männliche Stimme oder eine weibliche? Männlich, du kennst die Stimme. Ja, ja. Dann erst recht.
Dann erst recht, mein Freund. Dann erst recht. So, Dexterity. Keep rolling, 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 rolling. 4 Erfolge. 4+3 und bei Sam auch 2+3, ne? Dann erschießt ihr quasi diese Gestalt und sie vergeht. Also, bam, 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 bam. Bis jetzt durchs Feuer oder durch eure Schüsse war. Sie vergeht in einer großen Verpuffung. Bruce, der Widerstand über dir bricht quasi zusammen. Aber ja, du stehst immer noch in Flammen. Ja, ich werfe den vor mir und reiß wirklich meine Jacke vor mir. Mhm. Und dann rolle ich mich auf den Boden oder über den Boden. Ja, ihr seht jetzt, dass Anna halt auch ihre quasi ihre Jacke ausgezogen hat und sich auf Bruce stürzt und quasi irgendwie so versucht, das Feuer zu ersticken. Kannst du dir nochmal 2 Aggravated Schaden auf... Also würdest du kriegen, wenn du keine Reduzierung hast? Ja, wie gesagt, die also ich kann bis zu 3 pro Szene zu Superficial machen, da ziehe ich dann noch welche von ab. Ja, dann macht von den 2 die 2 zu Superficial und die werden halbiert, kriegst du noch 1. Da könntest du jetzt noch soaken mit deinem Fortitude? Kannst du noch soaken mit dem Fortitude, oder nicht? Ja, aber ich krieg maximal immer einen. Okay. Oder minimal krieg ich immer einen. Also sind es quasi Hautrötungen, die er jetzt hat, statt echte Verbrennung. Gangrel sind zäh. Und dann ist nichts passiert. Und dann ist irgendwie hier, ich noch so das Hemd angebrannt und da ist noch so leicht kokelig und nichts passiert. Ja, die Klamotten brennen wahrscheinlich immer noch, die ist ja weggeschmissen. Ja, aber ich habe noch unter der Jacke noch ein Hemd und so, dann ist das da so durchgebrannt. Ronan geht mal auf die Leiche zu. Mhm. Ja, auf den Aschehaufen. Ja. Ja, du siehst noch 2 weitere Aschehaufen, die halt so größer sind. Ronan beugt sich runter. So schließt sich der Kreis. Max. Ich hab's dir damals gesagt. Du solltest nie einen Iren verarschen. Und füllt auch von der Asche etwas in ein kleines Gefäß. Ja. So, und jetzt, meint Adam, die schwarze Wand. Immerhin. Ich weiß nicht, ob das hilft. Weiß nicht, ob ich da rein will, meint Anna. Von Wollen kann ja nicht die Rede sein. Vielleicht hilft das ja dabei. Greif dann so in meine Hosentasche und hole ein Klappmesser heraus. So ein Rasiermesser. Genau. So ein und Betty heraus. Vielleicht sollten wir uns an den Händen halten, wenn wir da reingehen. Zumindest alle, die das jetzt zu Ende bringen wollen. Gut. Wer hier bleiben will, kann das machen und verliert definitiv nicht sein Gesicht dabei. Ja, Anna meinte. Code stutzt kurz. Anna meinte, ich bleib hier. Hätte eine bessere Metapher wählen können. Ja. Ich schaue zu Ronan, schaue zu den anderen. Adam meint dann, was auch immer da gleich rauskommt, wir sollten es ja auch draußen noch erwarten können, oder? Entweder ist er dann angeschlagen oder echt satt. Dann sollte ich von Anna hier draußen bleiben und noch ein paar Waffen holen. Mhm. Viel Glück euch. Tobias, du bist dabei? Bin dabei. Gut.
Ja, dann tretet ihr wahrscheinlich zu viert das erste Mal in den Abyss ein. Und keiner von euch war bisher im Abyss. Auch Tobias, glaube ich nicht. Und dann seht ihr, wie ich damals das so bei Mondi und ihrem Charakter auch schon beschrieben hatte. Dieses, der Kontrast, der sich aus dieser Welt herausschält. Ihr seht quasi so eine, die gleichen Gänge, die ihr schon kennt aus diesem Bunkerkomplex, nur völlig ohne Farbe, schwarz-weiß quasi. Die einzigen, die Farbe tragen hier, seid ihr selbst. Wirkt so dadurch so ein bisschen wie lebendig. Das einzige Lebendige hier, obwohl das merkwürdig ist, weil ihr seid nicht lebendig. Euer Tier in euch will dringendst weg. Lauft gegen einen immerwährenden eigenen Widerstand an. Lauft dann auch vorbei an diesen Apparaturen und den Zylindern, in denen diese merkwürdigen Wesenheiten eingeschlossen sind. Halb Mensch, halb Werwolf. Und landet dann irgendwann vor dieser großen Tür. Wisst ihr, was echt kacke ist? Du wirst... Ist hier? Ja, wenn ich recht habe. Genau diese Scheiße habe ich gesehen. Von den Behältern bis zu dem hier. Erinnert mich daran, wenn wir hier herauskommen, gebe ich das Rauchen auf. Du meinst, falls du da noch eine Chance hast, das Rauchen aufzugeben. Die Konturen des Raums, in dem er da vor dieser Tür steht, scheinen immer wieder zu verschwimmen. Die Ecken und die Kanten des Raumes verschwimmen immer wieder mit dem Schwarz des Abyss. Und hin und wieder habt ihr das Gefühl, dass kleine Tentakel aus dem Schwarz sich herausbilden, versuchen nach euch zu greifen, aber nicht weit kommen. Und dann quasi die ganze Zeit irgendwie herumschlängeln, sich an der Tür entlang ziehen. Aber die Tür wirkt massiv, stabil. Und als einziges hier irgendwie mit einer Art silbernen Farbe real, während das andere so ein bisschen so ein Abklatsch der realen Welt ist, ist das das Einzige, was massiv real wirkt hier. Eben euch selbst. Wahrscheinlich, ich werde mich richtig da, also richtig gegen kämpfen müssen, mein inneres Tier unter Kontrolle zu halten. Wahrscheinlich sind auch schon längst die Zähne vorgekommen, diese richtig langen Eckzähne und teilweise richtig gequält, wenn das Tier so richtig nach hinten zerrt. Wenn ich das Gesicht krampf ein bisschen. Gut. Ich kriege mir das Ding jetzt auf. Und dann halte ich halt dieses Messer in der Hand. Ja, da war dieses Schloss, wo das Messer halt reinpasst. Das ist übrigens das Einzige an dieser Tür ist, was ebenfalls dieses unreale Schwarz hat. Dann hole ich das Messer nochmal, würde ich hervor. Schau doch mal zu allen anderen. Ich nur leise wieder von Ronan und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Du aufhörst zu rauchen, höre ich auf zu trinken. 20. Ja, und dann würde ich mal das Messer in Schluss. Das schwarze Schloss verschluckt das Messer quasi. Lässt du das Messer los oder hältst du es in der Hand? Ich würde es wahrscheinlich erstmal festhalten. Ich weiß nicht, was passiert. Du merkst halt, dass irgendwas daran zieht. Ich schaue zu anderen. Soll ich es loslassen? Und siehst, Bruce, es gibt sowieso kein Zurück mehr. Gib ihm, was seins ist. Lass das Messer los. Tritt so einen Schritt zurück. Ja, ziehst dann quasi deine Hand aus dem Schwarz heraus und hast noch so wie so flüssigen Teer, so Überreste auf der Hand, die so langsam nach unten laufen und halt nach unten tropfen. Das ist wirklich wie das jetzt so Teer, quasi deine Hand in Teer getaucht. Und es gibt so ein leicht schlurfendes Geräusch. Und dann hört ihr irgendwie laut in euren Ohren dröhnen ein
knackendes Geräusch von der Tür. Und wie von Geisterhand dreht sich die Tür in sich einmal um 90 Grad und schwingt dann zur Seite auf mit einem lauten Knarzen und gibt dem Blick frei in ein schwarzes, unbeleuchtetes Nichts. Das Einzige, was man jetzt hört, ist ein, naja, ein gutturales, tiefes Knurren. Ich weiß ja nicht, ob das hier hilft, aber hat einer von euch eine Taschenlampe dabei? Im Abyss? Ich würde mal meine Sinne bemühen. Ich höre so ein Knurren. Dein Tier will raus. Ja. Das sagt, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Aus Packs. Vielleicht hilft das ja ein bisschen mit einer Quasi-Orientierung. Dann würfel mal, also wenn ihr Auspecks anschmeißt, würfelt mal mit einem Würfel weniger Wits Awareness. Tobias könnte Feuer machen, ja, das wäre möglich. Aber er hatte schon zwei Feuerbälle geworfen, man soll es auch nicht übertreiben. Aber es ist ganz schön anstrengend. Drei Erfolge für Sam. Ich habe auch drei Erfolge. Ich würfel noch mal kurz nach. Ja, dann habe ich auch drei. Ihr riecht alle, also ihr seht nichts, aber ihr riecht alle einen penetranten Geruch von nassem Fell. Nasser Hund. Oh, da war doch noch diese Stelle, bei der ich aufgewacht bin. Ich erinnere mich. Hat jemand Silberkugeln dabei? Bruce, traust du dir zu, gegen einen Werwolf zu kämpfen? Zutrauen? Nein. Habe ich eine andere Wahl? Das werden wir gleich erfahren. Tobias, wie sieht's mit Feuer aus? Toll. Ein Feuerball könnte ich vielleicht noch hinkriegen. Ein tiefes Geheul kommt nun aus dem Schwarz. Und dann hört ihr irgendwas, was auf den Boden aufstapft. Und näher kommt. Ich würde wirklich probieren, mich so richtig zusammen, also auch das innere Tier mir zusammenzureißen. Die Kontrolle, die ich vielleicht noch darüber habe, so richtig an mich zu reißen, das so versucht zu fokussieren. Dann würde ich mich einfach nur vorne hinstellen, klauen, ausgefahren und dann seht ihr im nächsten Augenblick, wie etwas riesiges, haarig, schwarz behaartes Bruce quasi zu Boden reißt und sieht irgendwie ein riesiges, wolfsartiges Wesen auf Bruce sitzen mit gefletschten Zähnen. Und Bruce, mach mal Athletics und Dexterity. Da geht noch ein Ding. Drei. Willst du einen nachrollen? Ich habe nämlich drei Erfolge. Ja, habe ich auch. Willst du, dass es nicht passiert, oder willst du willst du, dass du gewinnst dafür, aber irgendwas Komisches anderes passiert? Komm, gib mir den Dreckigen. Okay. Ja, Bruce rollt sich zur Seite, als dieses Gebiss quasi in den Boden einschlägt. Das hat das Wesen aber vorausgesehen. Und die Werwolfspranke stoppt dich quasi in deinem in die Seite rollen, packt dich so am Arm, zieht dich nach oben und
haut dich gegen diese also es ist ja so ein Abklatsch von der Wand, gegen dieses schwarzbissige Wandding. Und ihr seht, wie Bruce erstmal für einen Augenblick in dem so schwarz, wie angeklebt in der Wand feststeckt. Und Bruce sieht halt, wie die Tentakel irgendwie da rausgreifen und ihn versuchen, in die Wand reinzuziehen. Und dann heult das Wesen auf. Und alles in euch schreit, lauft weg, lauft weg. Ich habe da eine dumme Idee. Ist immer Zeit für dumme Ideen. Da das Ding jetzt gerade mit Bruce beschäftigt war, also keiner hat ja jemals einen Werwolf gesehen. Ne, gab noch nie einen Werwolf. Also höchst, wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass Ron vielleicht Gerüchte gehört hat, wie die aussehen könnten, sollten. Ich weiß gar nicht, hat Tobias schon mal einen Werwolf gesehen? Also nicht in unserer Runde, glaube ich, ne? Nicht in unseren Runden, deswegen. Vielleicht irgendwann mal aus der Ferne bei irgendeiner Forschungsreise oder sowas, aber er wird den Teufel getan haben, sich einem gegenüberzustellen. Ich versuche mal was. Es wird eine ganz dumme Idee werden, und zwar versuche ich quasi jetzt auf den Rücken von dem Werwolf zu hüppen, während der er mit Bruce beschäftigt ist, und ihn zu beißen. Okay. Weil übernatürliche Wesenheiten können sich gegenseitig Schaden zufügen. Die Theorie sollte bestehen bleiben. Vielleicht tut es ihm weh genug, dass er von Bruce ablässt. Dexterity Brawl. Ja. Was macht Sam? Was macht Tobias? Ich glaube, ich würde versuchen, Bruce aus dieser Wand da rauszuziehen. Ich mache mal einen Rouse-Test, um das Biest zu reizen. Ja. Für Sam wäre das ein Strength Athletics. Dann kriege ich ein mehr. So. Das heißt, es ist so, wollte er eigentlich gerade einen Feuerball werfen? Überlegt. Dann ist Ronan auf ihn draufgesprungen. Und ja, ist jetzt da so ein bisschen hinterhergerissen, so versucht jetzt gegen das Vieh vorzugehen, obwohl Ronan der Schussmann ist, kümmert er sich um Bruce und steht er so ein bisschen verwirrt da. Null Erfolge für Ronan. Ich würde gerne rerollen. Geht nicht. Kannst du nicht. Ah ja, stimmt. Du hast nur noch Hunger-Dice. Okay, stimmt. Fuck. Ja, dann springe ich daneben, vermutlich. Ronan springt daneben und landet in der Öffnung des, quasi, wo der Werwolf rausgeschossen kam. Hey. Ja, okay, in dem Fall kann ich ein Feuerball hinterher werfen. Ups. Oh, na gut. Sam hat 2 Erfolge. 3. Wir waren eine 10 dabei. Aber die ja nicht. Kann man so 2 10 haben. Ja. Das sind 2 Erfolge dann. Ja, hast Mühe, Rooster rauszuziehen, aber du schaffst es. Merkst du irgendwie, dass irgendwie diese Wand halt irgendwie ja keine richtige Wand ist, sondern dass das halt wirklich nach Bruce greift und ihn irgendwie wirklich in sich reinziehen will? Dass es halt echt schwer ist, ihn da wieder rauszukriegen. Wahrscheinlich hilft er dir auch noch irgendwie gegen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich noch helfen kann, würde ich ja wirklich mit den immer noch ausgefallenen Klauen nach den ganzen Tentakeln schlagen. Und wenn. Ja. Dann macht dann Tobias nochmal Firearms und Dexterity, um das abzukürzen. Für seinen Feuerball. Ihr seht den Feuerball, den Tobias geschmissen hat, in dieses Wesen einschlagen und verpuffen. Das ist nicht gut. Das ist irgendwie, als würde das Fell das Feuer löschen. Ah ja, nasser Hund. Ich hab's ja auch gehofft. Ich hätte es wissen müssen. Dann wendet sich der Werwolf Tobias zu. Das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Ihr könnt nochmal sagen, was ihr machen wollt. Wenn ich frei bin, renne ich auf das Ding zu. Wahrscheinlich jetzt auch richtig ausgefahrene Zähle. Wird wahrscheinlich selber klingen wie so ein Geil von der Wolf, und dann renne ich auf ihn zu und schlag meine Hände einfach irgendwo in den Körper rein. Ronan, dasselbe wie eben? Ja, dasselbe wie eben, und er knurrt genauso wie Bruce, die Augen glühen rot, glühen schon fast rot, rötlich. Oh.
Und die Zähne sind komplett draußen. Gut zu sehen in dieser von Farbe sonst total befreiten Umgebung. Ich bin bei fast maximalem Hunger. Sehr schön für nachher. Als dein Werwolf überlebt. Sam? Kann nur auf den schießen. Tu das. Ich habe zwar keine Silberkugeln, aber... Das Wesen schlägt nach Tobias. 2, 3, 4, 6, 7. Hört er gar nicht mehr auf. 8 Erfolge. Je nachdem, wie du dich verteidigen willst, willst du ausweichen, dann machst du Dexterity Athletics. Oder willst du dagegen halten und irgendwie ihm auch Schaden machen? Dann Dexterity Firearms oder Brawl Strength oder wie auch immer du das machen möchtest. Nicht so der Burner. Ich glaube, es, Tobias wird halt relativ angewurzelt stehen. Was shit! Dann kurz bevor der Werwolf halt bei ihm ist, er so die Augen schließen mit seiner lächerlich kleinen Pistole auf diesen verdammt großen Werwolf schießen. So im letzten Moment. Es sind sogar 2 Erfolge immerhin. Es ist besser als nichts. 2, ja. Dann kriegst du 6 schwerhalberen Schaden. Als das Ding dir in den Kopf beißt wahrscheinlich. Das ist schmerzhaft. Man hört so ein wahrscheinlich halb erstickten Schrei, wenn sich der Keeper so um Tobias Gesicht geschlossen hat. So, das heißt aber auch, Ronan und Bruce und Sam haben keine Abwehr gegen den. Also er hat keine Abwehr gegen euch, macht einfach euren Roll und macht dann Schaden. Je nein. 2 von Sam, das sind dann insgesamt 5. Danke für den Raid. Ich werde auf jeden Fall Host eben auch Willpower rerollen. Ich mache einen, aber dann mit den Zähnen. Oh, was ist denn los? Ja, ich mache insgesamt dann 3 immerhin. Ich weiß nicht, ob die Zähne einen Bonusschaden geben. Ich glaube, +1 oder so. Ja, also ihr seht, wie die Sam sieht, wie die Kugeln in das Ding einschlagen. Ronan sieht, also speist in dieses Fellige, so dieses Gefühl, irgendwie ins Fell hinein, ein dickes Fell reinzubeißen. Du siehst, merkst kaum, dass die Fänge kaum bis zur Haut durchdringen, durch dieses dicke Fell. Und Bruce, deine Krallen. Keine Ahnung, was das Ding an Haut hat, irgendwie. Das ist, als würdest du gegen Stein schlagen. 5 Schaden zog der. Der ist ja frech. Ja, die Schusswunden, die Sam ihm zugefügt hat, könnt ihr sehen, die sich sofort wieder schließen. Ja, aber immerhin klebe ich jetzt an ihm und er hoffentlich nicht mehr an Tobias. Tobias erstmal im halben Kopf abgerissen. Also, der hängt jetzt irgendwie so auf 8 wahrscheinlich. Mhm. Irgendwie das Gefühl, dass er das so ein bisschen verdient hat. So, was ist der Plan? Der würde seine Attacken aufteilen, um Ronan und Bruce anzugreifen. Sam ist ein bisschen weiter weg, da kommt er nicht hin gerade. Ich glaube, mit -5 bin ich jetzt nicht mehr so ganz in der Lage zu handeln. Ist eine Attacke abgefangen. Keine andere Möglichkeit, ne? Also, als auf den Könntest du ihn gegen die Wand tackeln und gucken, dass, ob die Wand ihn einzieht. Ist die denn. Blenden. Mhm. Den Augenpieker machen. Mhm. Ich kann das, ja. Also, wenn ich halt sehe, dass das halt wirklich nichts gebracht hat, dann muss ich das ja versuchen. Also, ja, ist ja trotzdem eine gleiche Probe, aber ist halt mit einem anderen Intent. Sam schießt, Ronan versucht ihn zu blenden. Macht eure Würfe. Also gegen Sam kann er nichts machen erstmal. Bei Ronan hat er 2 Erfolge, um
über die er überkommen muss, bei bei Bruce nur ein. Ich habe 3 Erfolge. Das heißt, er wird auf jeden Fall, als er vor dem Licht irgendwie geblendet, zurückschrecken, sich so aufbäumen. Dann wird wahrscheinlich die Salve von Sams Schusswaffe in ihn einschlagen. Und ihn ein bisschen aus dem Bruce, aus jetzt! Aus dem Gleichgewicht bringen. Und dann wäre die Chance für Bruce mit seinen 5 Erfolgen. 5 Erfolgen? 5, ja. Ja, locker. Du tackelst ihn gegen die Wand. Also so halb in die Wand rein. Ja. Und seht, dass der Werwolf halt so halb in dieser Wand verschwundet und die Tentakel so nach dem Greifen. Er versucht sich dagegen zu wehren. Ist damit jetzt beschäftigt, sich irgendwie in der Realität zu halten. Schlägt so seine Klauen in den Boden und versucht sich halt so irgendwie mit Kraft da rauszuziehen. Was macht ihr? Liegt da irgendein Stein oder so? Ja. Dann würde ich mir den Stein packen und damit heftig auf eine der Klauen schlagen. Mhm. Sam? Feuer? Genau. Ronan? Schießt du irgendwo besonders hin, Sam? Oder einfach nur grob auf den... Wahrscheinlich auf den Kopf. Den Kopf. Der ist, glaube ich, ja massig genug. Ja. Also, wenn es ja um Schmerzen geht, weil Ronan definitiv nicht in Armreichweite von dem Ding... der hat ja gesehen, was mit Tobias passiert ist. Mhm. Und der hält nicht mehr aus als Tobias. Also wird er also, eigentlich nur möglichst viel Schmerzen verursachen. Und das wäre dann vermutlich Hand. Also auf die Hand schießen, beziehungsweise aufs Gelenk schießen. Ja, damit der, nicht so viel... der wehrt sich jetzt dagegen erstmal nicht. Also macht eure Würfe und sagt mir, wie viel Schaden ihr habt. Ich versuche mal einen Wurf dagegen zu machen für die, das Rauskommen. Okay. Kann auch echt scheiße würfeln. Ich glaube, das ist ein Beastial Crit mit 2 Zehen. Ja. Sowas von Beastial Crit. Oder fauchen, brüllen und knurren, einfach wirklich das Magazin auf die Hände entleeren und nachladen und nochmal entleeren. Sam hat leider nur einen Erfolg, aber das sind immerhin noch mal 3 Schaden gegen den Kopf. Und Bruce? Ja, ich weiß, also Schaden mache ich einmal +2. Also ich habe insgesamt 4 Erfolge beim Wurf. Wenn dann, ja, dann seht ihr da irgendwie, also Bruce die eine und Ronan die andere Hand, der versucht sich ja irgendwie da so in der, quasi in dem Boden festzukrallen und ihr, ja, also Sam schießt ihm zuerst gegen das Gesicht quasi, was ihn halt irgendwie ablenkt und dann könnt ihr irgendwie quasi die Handgelenke an der Stelle erstmal malträtieren. Das wären noch dann 8, die er von mir kriegt, da auf die Hand. In dem Moment muss er halt irgendwie seinen Widerstand loslassen und die Tentakel ziehen diesen Werwolf in das Schwarz hinein. Es gibt so ein... Ich glaube, dann stößt Ron tatsächlich ein triumphales Heulen aus, weil er schon so im Tiermodus gerade ist. Ja, ich tue es dir auf jeden Fall gleich. Ich werde dann so richtig die Klauen so in den Boden rammen, dann wirklich, also man könnte auch meinen, dass das Gesicht, der Mund so ein bisschen länger wird, halt wie die Schnauze halt von so einem Wolf. Das hört sich auch sehr ungesund an. Aber dann halt auch wirklich diese Eckzähne, dass sie jetzt immer mehr aussieht wie ein Tier und dann ja. Halt auch tief einmal. Ja. Ja, dann ist alles ruhig. Und dann schaue ich in das Schwarz, woher der Werwolf herkam. Hm? Das dauert einen Moment, bis ich meine Klauen wieder aus dem Boden ziehen kann, so mit so einem Knack und so wahrscheinlich ein Stück Stein mal rausnehme. Tobias liegt da so, das halbe Gesicht fehlt mit seinem verbliebenen Augen, starte so in den Abyss. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal sage, aber ich glaube, ich bin nicht bereit, nochmal zu sterben.
würde mich mal, also ich würde nochmal zur Tür gucken. Liegt da noch das Messer oder ist das wirklich weg? Das ist erst, so eingesungen. Das ist nicht in deinem Blickfeld. Okay. Also ich gucke zu der Schwärze, nicht nach hinten, dann kannst du gehen, Tobias. Versuche mich halt so hochzurappeln, es wird mehr schlecht als recht funktionieren. Wahrscheinlich, aber es, naja, mir fehlen ja keine Gliedmaßen, mir fehlt nur der kalbe Kopf. So, es sieht halt sehr skurril aus, wie Tobias da steht, so mit nur so Teil seines Kopfes, ein Teil vom Gehirn, das frei liegt. Skelettiert wahrscheinlich der Rest, weil ja, der Rest, das ist. Du hast so ein Gesicht abgerissen, ist ein bisschen Two-Face-mäßig unterwegs quasi gerade. Er setzt so. Beugt sich aber runter, hebt seinen auch so halb abgebissenen Hut hoch, setzt ihn sich auf. Wenn schon, denn schon. Ich denke mal, ihr wollt dann in den Tresorraum quasi. Und in dem Moment, in dem ihr über die Schwelle tretet, klärt sich das Schwarz. Und Umbreon darf beschreiben, was ihr seht. Ihr seht einen leeren Raum, immer noch außen dunkel. Und in der Mitte steht eine Anrichte. Und darauf steht eine Vase mit Vergissmeinnicht. Und ihr hört die Stimme von Andrew. Ah, Katharina. Nein, Samantha. Schön, dass du mich gefunden hast. Was? Habt ihr das auch gehört? Seid ihr alle? Ja. Was ist das hier? Du weißt, ich musste damals für das Ritual einen Teil meiner Seele abgeben. In den Abyss. Nein. Das bist nicht du. Siehst in einer der Ecken, siehst du eine Gestalt in Schatten gehüllt. In Größe, Körperform könnte es Andrew sein. Nein. Ganz langsam dreht sich diese Gestalt zu dir um. Es ist Andrew, es ist seine Stimme. Es ist sein Gesicht. Es streckt dir eine Hand entgegen. Ich würde rückwärts von ihm zurückweichen. Nein. Das ist das, was von mir übrig geblieben ist. Was noch hier ist. Wir haben gehört, dass du gerne spielst, aber hör auf mit dieser Perversion. Willst du nicht, dass ich wieder zurück bin? Hast du mich nicht vermisst? Doch, das habe ich. Aber ich habe das Angebot, dich zurückzubekommen, schon einmal zurückgewiesen. Weil ich am eigenen Leib erfahren habe, was passiert, wenn man mit diesen Dingen rumspielt. Und dabei erwächst nichts Gutes. Nichts Gutes, sagst du? Und in dem Moment hört man mit einem schweren Klonk, wie irgendwo neben dir eine schwere Eisenkette zu Boden fällt. Genauso eine, die du benutzt hast, um Donald Nanny zu fesseln. Dazwischen ein Haufen Asche. Nichts Gutes, sagst du. Du hast eine Menge nichts Gutes getan. Mir bewusst. Ich bin nicht stolz auf das, was ich getan habe. Hm.
kannst alles wieder gut machen. Ich bin hier. Das bist nicht du, Andrew. Du kannst es nicht sein. Ich habe es gesehen, wie du gestorben bist. Oh. Ich war dabei. Das meinst du, ja. Und die Person dreht sich einmal um, dreht sich wieder zu euch. Das ist das Gesicht und die Kleidung von Malcolm, der jetzt ja damals auf der Bühne stand. Zieht eine Klinge von der Seite, ein Krummsäbel. Wie war es nochmal? Wir sehen uns in der Ewigkeit, Bruder. Dritter Licht bis zum Ende war er. Hör auf damit. Hör auf damit. Ein Schnitt geht durch die Luft. Oh, ich habe es so genossen. Ich habe euch lange beobachtet. Euch alle. Sehr schön. Und ich erinnere mich an jedes Detail. Ich bin Andrew. Das Gesicht wird zu Andrew wieder. Ich erinnere mich darum, wie ich das Tagebuch auf deinen Rücken geschrieben habe. Damit ich nicht vergesse. Und all diese Kleinigkeiten. Du erinnerst dich auch daran, nicht wahr? Du erinnerst dich daran. Ich erinnere mich an diese Dinge, aber ich glaube trotzdem nicht, dass du Andrew bist. Was willst du von uns? Die Tür ist offen. Geh! Nein, 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 nein. Das wäre viel zu einfach. Viel zu einfach. So viel interessanter. Du hast so viel Schmerz erlebt, so viel Leid. Riecht gut. Und deine Freunde hier auch. Nicht wahr? Dreht sich um zu Ronan. Und das Gesicht wird zu dem mit seiner Frau. Und auch die Stimme. Du hast mich hier zurückgelassen. Alleine. Du hast uns beide zurückgelassen. Ist alles hier. Und wir sind gefangen. Gefangen. Willst du nichts sagen? Ich bin mir jeden Tag meiner Schuld bewusst. Es gibt keine Stunde, an der ich nicht verfluche, was passiert ist. Du hättest etwas tun können. Irgendetwas. Für uns. Für alle. Gefangen hier, an diesem Ort. Wir wollen raus. Es ist offen. Hör auf, deine Spielchen mit uns zu spielen. Ihr könnt gehen. Ihr alle könnt gehen. Betty ist wieder da, wo sie sein soll. Ja, genau, Betty. Sie ist hier. Und die Gestalt wird etwas kleiner und schaut zu Bruce. Du siehst Oma knutzen. Jelly war so ein liebes Mädchen.
sie hat mir das hier mitgebracht. Sie hält so ein Joint in der Hand. Macht das Kanasterspiel noch viel mehr Spaß. Wie geht es, Boogie? Ich hoffe, ihm ist nichts passiert zwischendurch. Alle deine Richtung. Dem geht's gut. Und ja, das ist sie. Das Gesicht wandelt sich zu Henry Elder. Ich hoffe, du hast das herausgefunden mit den Regierungstypen und so. Und du kommst noch mal auf ein Bier vorbei, oder? Du kommst doch bestimmt noch mal auf ein Bier vorbei. Kumpel. Zum richtigen Henry, ja. Nicht zu dir. Es gibt nur noch einen. Es gibt nur mich. Nur mich. Die anderen braucht ihr nicht mehr. Nein. Braucht sie mehr als je zuvor. Auch wenn du versuchst, sie zu imitieren. Nein. Ich kenne sie alle so gut. Alle, die in euren Seelen tragt, in euren Herzen. Ich habe eure Gedanken gesehen. Jeden einzelnen. Also gibst du zu, nicht Andrew oder die Oma oder Kendra zu sein. Oh, ich bin sie durchaus. Auch. Und desto besser ich sie bin, desto weniger braucht es irgendwann die Echten. Ne? Dann gibt es nur noch eine echte Version. Aber du, Samantha, du bist was Besonderes. Ja, das Gesicht wird wieder zu Andrew. Von Anfang an. Ein gestohlenes Leben. Emily Jones. Deine Mutter. Was Andrew sich da ausgedacht hat. So schlimm bin nicht mehr ich. Ich würde ausholen und gerne scheuern. Oh, geht so Schritt zurück. So. Nein, 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 nein. Lass meine Mutter da raus. Habe ich da etwa einen wunden Punkt getroffen? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Oh, ich? Ich würde doch mal versuchen, dich zu attackieren. Gib dir so einen Schritt zurück und du merkst, dass du nicht wirklich vorankommst. Ja. Geht so ganz langsam zurück und du merkst, dass du quasi wie auf so einer Tretmühle läufst. So. In diesem Raum. Nein, 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 nein. Nicht hier. Nicht mit mir. Aber ich muss euch danken. Ihr habt mir Betty zurückgebracht. Und im Moment greift er so in die Tasche und zieht dieses weiße Rasiermesser raus mit dem weißen Elfenbeingriff. Schön geschnörkelt, eingraviert ist Betty. Klappt diese Klinge so auf. Sieht in diesem Dunkel dieses Blitzen des Lichtes. Küsst einmal so die Klinge. Gewisserweise habt ihr dafür quasi eine Belohnung verdient, nicht wahr? Außerdem, ihr wollt die Barriere durchbrechen und nun ja, um durch die Barriere zu schreiten, kostet es die Seele eines Vampirs, wenn man die Stadt verlassen will. Und ich habe viele Seelen hier drin. Ihr seht, wie das Gesicht so wechselt von einem zum anderen. Unter anderem auch eure Gesichter dabei. Nicht wahr? Viele. Das heißt, ihr holt mich hier raus und ich hole uns alle hier raus. Eine Kleinigkeit war da noch. Du sagtest, ich könnte nicht Andrew sein.
Aber ich war da und ich kannte Katharina. Und ich weiß, dass du schießt du kurz die Augen, zieh die Luft rein. Andrews letzten Wunsch erfüllen möchtest. Dass du tief in deinem Innersten ihm etwas geschworen hast. Mit deiner wahren Liebe zu feiern. Was für ein Beweis soll das sein, dass du Andrew bist? Mit diesem Wanze, der hier überall herumschnüffelt. Er kann das Gespräch damals belauscht haben, das ich mit Ronan geführt habe, deswegen. Das ist kein Beweis. Ach ja, Wanze. Auch interessant, was ich so durch seine Augen gesehen habe. Und sie sieht, wie die Gestalt sich so in Wanze verwandelt. Jetzt musst du aber auch so reden. Sehr schön. Verwandelt sich wieder zurück zu Ende. Weißt du, ich hatte viel Zeit hier drin. Und habe so ein bisschen, wie sagt man, meine Fühler ausgestreckt. Die Gestalt verwandelt sich in der Dicke. Und außerdem wollten wir dir nur helfen damals. Ich hätte die Hände vor sich so geknetet. Wollten dir und Andrew helfen. Du bist auch nicht der Dicke. Hör auf mit diesem Schmierentheater. Hör auf. Tut doch irgendwas. Oh, und Tobias. Du siehst, wie er jetzt Tom wird. Auch schön, dich wiederzusehen. Nach all der Zeit nach Las Vegas. Ich würde ja gerne lächeln, aber es tut weh. Oh, was für eine Ironie, nicht wahr? Dass dir das Gesicht wehtut? Nach all der Zeit? Leider ist es nicht verbrannt. Das, was du mit Alice getan hast. Ich bleibe dabei, es war ein unglückliches Missverständnis. Sie wollte dir helfen. Unwichtiges Detail. Kommen wir zu dir zurück, Katharina. Samantha. Alte Angewohnheiten. Weißt du, schon allein, das ist dein Beweis dafür, dass du nicht Andrew bist. Weil Andrew hätte einfach mit Katharina weitergeredet, weil er mich meistens nicht von ihr unterscheiden konnte und fast immer meinen Namen vergessen hat. Es ist schwierig, all diese verschiedenen Gedanken zu sortieren. Es ist zu viel. Zu viel. Auf jeden Fall, du kennst das Foto, nicht wahr? Du weißt, dass Andrew damals in Paris eine Taschenuhr hatte. Und die hat er Katharina geschenkt. Seine Taschen, ein Familienerbstück. Hochzeit, um sie in die Familie willkommen zu heißen. Nun, ich habe viele Gesichter getragen im Laufe der Geschichte und ich war in vielen Orten. Die meisten davon waren nicht ganz so schön, könnte man sagen. Hilf mir doch ein bisschen auf die Sprünge. Wie ist Katharina damals zu Tode gekommen? Stimmt. In einem deutschen Lager. Bei den Nazis. Ja, schlimm. Sehr schlimm, so etwas. All dieses Leid dort, all diese Qualen. Eines der schlimmsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Und all diese Toten.
weiß noch genau, wie sie aussah, als sie dort lag. Und irgendjemand... Irgendjemand hat, glaube ich, ihre Taschen durchsucht. Er greift so in eine der Seitentaschen. Kennst du das? Du kennst es nicht, wa? Du hast es auf dem Foto gesehen. Wo hast du sie her? Ich war da. Ich sagte doch, unsere Verbindung ist tiefer, länger und älter. Bist du an dem All dem schuld? Sagen wir es mal so. Über all die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, ich weiß es nicht mehr. Ich war an vielen Sachen beteiligt. Im Moment greift er so hinter sich und holt so eine Dose Bistchelroux raus. Psch, macht die auf. Bistchelroux. Und dann noch mit Schreibfehler. Wer macht denn sowas? Die Crane-Familie war auch sehr gut zu mir. Schmeckt nach mir irgendwie. Nein. Hören wir auf mit dem Spaß. Es ist echt. Und wenn du es mir nicht glaubst, bitte. Der wirft dir die Taschenuhr zu. Da, schau sie dir selbst an. Fühl sie. Sie ist echt. Kein Trick, keine Illusion. Sie sieht tatsächlich aus wie die von Andrew. Aber wie? Seine Initialien sind reingeritzt. Du weißt also wirklich, wo Katharina... Ja, ich weiß es. Und das dann so ein leichtes Nebenbeinicken von Ronan, so ein halb bekräftigendes, aller ja Teile davon gesehen hat. Frag ihn. Er hat es gesehen. Ronan, stimmt das? Und diese Erinnerung lügt nicht. Das weiß er genau. Betty berührt hab. Ich hab euch doch erzählt. Die weiß die gelben Sterne. Die Leichen. Er war da. Er muss da gewesen sein. Betty war dort. Dann bist du also wahrscheinlich auch mit vielen Jahren Verzögerung schuld daran, dass ich heute hier bin. Eine kleine Randnotiz in meinem Buch, aber ja. Wo? Wahrscheinlich. Wo ist das gewesen? Ich erinnere mich nicht mehr an alles. Nur an die wichtigen Sachen. Und das ist keine wichtige Sache? Je nachdem, wie man es nimmt. Wo ist das gewesen? Wie gesagt, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Es ist schwierig. Aber... Ich glaube, wenn ich den Ort sehen würde, könnte ich mich erinnern. Vielleicht. Du könntest mich also hinbringen. Das könnte ich. Aber es wird nicht schön. Es wird überhaupt nicht schön. Für dich zumindest nicht. Und ich weiß nicht, ob du es aushalten kannst. Leck dich so über die Lippen. Aber du hast es versprochen, nicht wahr? Wenigstens das. Gut. Ich glaube, dann haben wir ein gemeinsames Reiseziel. Sehr schön. Ah, warum die langen Gesichter? Bruce, Ronan, du
Tobias. Ihr seid jetzt frei. Sobald ich aus der Stadt gehe, können alle auch aus der Stadt. Die Barriere wird brechen. Und alle sind frei. Und Jaron, auch die Seele deiner Frau. Schau nach links. Wir haben noch ein paar Stunden Dunkelheit. Dann sollten wir uns lieber schnell auf den Weg machen. Ja. Und ihr seht echt nicht gut aus. Ihr solltet mal was trinken. Ich würde ja sagen, das kann ich erwidern. Aber ich habe noch nicht dein Gesicht gesehen. Wer hat das schon? Ja. Du bist gemutet. Das hat niemand, der davon erzählen könnte. Ist mir auch eigentlich egal. Wenn du uns hier rausbringen kannst, ist mir das recht. Das Schlimme ist, ich glaube, so langsam verstehe ich das Prinzip. Oh. Wirklich, Ronan. Du siehst, wie er sich zu dir umdreht und dabei sein Gesicht und seine Statur sich verändert. Und du siehst James Finnegan vor dir. Ist das so, mein alter Freund? Derjenige, der keine eigene Identität hat, muss die von anderen tragen, um sich selber zu finden. Denn die letzte, die er findet, die muss er selber sein. Weise gesagt. Für einen Iren. Ich habe einen Blick in den Spiegel geworfen. Ich weiß. Und? Du hast nur einen Bruchteil gesehen von alledem. Nur einen winzigen Bruchteil. Ja. Sie sind jetzt gewissermaßen Freunde, nicht wahr? Und Ronan, Freunde können auch die schlimmsten Dinge gemeinsam durchstehen, wenn sie sich lassen. Und unter unseresgleichen ist das seltener als der Heilige Gral. Kommt dir bekannt vor, nicht wahr? Ja. Freundschaft ist selten hier, ja. Schau dann zu Ronan. Zu Sam. Tobias. Aber es gibt sie doch noch. Aber du passt auf dich auf, Sam. Kann ich das selber da lassen? Ich passe schon auf sie auf. Das Gesicht wird wieder zu Andrew. Lächelt. Es gibt immer noch etwas Schlimmeres. Verschwinden wir jetzt von diesem Ort. Liebend gerne. Husch. Klappt das Messer zu, steckt es sich ein. Denn ich bin gespannt, wie viel Zeit vergangen ist und wie die Welt draußen ist. Viel zu entdecken. Nicht wahr, meine Freunde? Darauf an, wie lange du hier warst. Zeit ist
kompliziert hier drin. Sehr kompliziert. Denn ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert, mit, wenn ich jetzt über die Schwelle gehe. Das werden wir sehen. Finden wir es heraus. Gut. Geh fort. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Und er stößt diese Vase mit den Vergissmeinnicht um, die auf den Boden fallen und auf dem Boden so zu Staub zerfallen. Welches Gesicht trage ich heute? Geht voran. Oh, eines noch. Dreht sich dabei um, immer noch Andrew. Ja. Hat mein Kind getötet. Christopher. Danke dafür. Und dreht sich wieder um und geht voran. Ronan würde dann Bruce direkt einen Zettel zuschieben und Sam einfach in die Tasche fallen lassen hinten. Für später. Ich nicke kurz. Schickt ihn dann sicher weg. Als ihr am Eingang des Abyss angekommen seid, tretet ihr quasi aus dem Zwielicht des Abyss hinaus und seht das erste Mal wieder die Farbe in die Realität zurückkehren. Und Anna und Adam haben Barrieren aufgebaut. Und während im Anschlag auf den Eingang zielen, sitzen sie da und ihr tretet zu viert aus dem Abyss. Wo ist der? Das Wesen oder was auch immer es ist. Wahrscheinlich vorgegangen. Was bedeutet das? Nun, ihr steht hier noch. Ich schätze mal, das bedeutet, dass ihr euch keine weiteren Sorgen machen müsst. Gut. Es gab ein Erdbeben, als ihr weg wart. Ziemlich heftig. Ich schätze, dann ist die Barriere jetzt hops. Ja. Wollen wir es hoffen. Ich ziehe die Krallen wieder ein. Und lauf auf Anna zu. Ja. Was ist mit dir passiert? Ich versuche sie in den Arm zu nehmen. Der eine Arm geht, funktioniert nicht mehr. Umarm dich zurück. Sind wir jetzt frei? Habt ihr es geschafft? Was war da? Finden wir es heraus. Ja, zählen wir dir später. Lass uns erstmal hier raus. Ich kann diesen Scheißbunker nicht mehr sehen. Komm, Scarface. Und er trittet nach draußen in die Wüste, in das kalte, wolkenbehangende Wüstenlandgeschehen. Stapft quer durch die Wüste bis zur Grenze der Stadt. Und dann wäre es nur noch ein Schritt, der sonst wehtut. Schauen wir so nach links. Bruce, okay. Anna.
Ihr verkörpert am meisten die Freiheit. Ich bin noch nie weg gewesen von zu Hause. Wenn ich noch einen Schritt gehe, dann... So weit wäre wie nie zuvor. Richtig. Ach, die Filmzitate sind doch eigentlich immer Ronans Sache. Hä? Ja? Ja. Im Film. Ach, vergiss es. Ich guck mal so meine Hand an und wenn ich so wirklich an der Grenze stehe, würde ich mal so meinen Arm ausstrecken, ganz langsam. Probier's mit einem Finger. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, das habe ich mir gedacht. Streck die Hand aus. Passiert nichts. Ich gehe langsam einen Schritt darauf zu. Und einen Schritt nach vorne. Passiert nichts. Dann strecke ich die Hand nach hinten zu Anna. Nimm deine Hand, überquert die Grenze und ist nichts passiert. So frei. Jetzt greife ich sie mir nochmal, drück sie so richtig an. Drück zurück, heb dich hoch und wirbel dich einmal herum. Ja. Und würde die dann auch durchschreiten? Sind sie nicht süß? In dem Augenblick, in dem Ronan die Stadtgrenze überschreitet, siehst du aufflackern einen schemenhaften, geisterhaften Gestalt. Die lächeln dich an, Kendra, und wird dann durchscheinend und gibt dir so einen Handkuss. Sie ist frei. Tätsche dann Anna kurz auf die Schulter, dass sie mich runterlässt, und dann gehe ich zu Roan. Der wird auch gedrückt. Freue mich für dich so. Traut sich Tobias auch? Tobias traut sich, viel zu verlieren hat er eh nicht mehr. Ja, nichts passiert, er kann über die Grenze gehen. Jetzt nur noch Sam. Jetzt könnt ihr gehen, wohin ihr wollt. Ja, ich würde auch über die Schwelle gehen. Nichts passiert. Tja, ich würde sagen, werte Damen und Herren, das war ein durchaus interessantes Abenteuer. Ich wäre froh, wenn man mich vorher nochmal anruft und vorwarnt. Der Boden beginnt leicht zu beben und ihr blickt zurück auf die Stadt ohne Namen, seht in der Ferne die Nachtlichter und dann verschwimmen sie vor euren Augen. Ihr seht die Lichter nicht mehr. Ich schaue mal noch so in Richtung Stadt. Nicht mehr da. Ich kann noch nicht gehen. Ich auch noch nicht. Schau kurz zu Anna, schau mich kurz um, ob ich katzenhafte Schäme erkenne. Ansonsten würde ich aus voller Kehle, würde auch da Luft holen, einmal pfeifen, wie ich das immer gemacht habe. Und gucken. Hinter einem Stein taucht Boogie auf. Habe ich so gewusst. Komm her, Kleiner. Dann greife ich mir die Katze. Jelly ist noch dort. Ja. Das denke ich mal. Und so lange werde ich hier bleiben. Was ich dir sagen kann, Rone, ist, sie ist auf jeden Fall noch da, aber ich glaube, sie braucht deine Hilfe. Sie war auch nicht untätig. Und dann kam ich in meiner Jackentasche und werf dir was zu. Der Manschettenknopf. Sie ist hier noch irgendwo. Ich glaube, ich kaufe mir mal eine Gitarre. Ja. Kannst du dich auch um Sandra kümmern? Ja. Bruce?
Auf dem Zettel sind stille Briefkästen, die ich in mehreren Städten eingerichtet habe. Ich schicke dir eine Urlaubskarte aus Mexiko. Ich meine, wir schicken dir eine Karte. Anna? Ronan? Versuch, Massaker zu vermeiden. Okay. Ich habe da vollstes Vertrauen in dich. Adam ist auch über die Schwelle getreten, knackt dann so einmal mit den Fingern. So, welche Stadt stürzen wir jetzt ins Chaos? Ach, Adam. Da gibt es immer noch einen Sheriff. Da gibt es immer noch einen Prinzen. Eben. Ach, diese Stadt. Ich fühle mich nach dem, was wir erlebt haben, zu größeren Berufen. Wie wäre es mit Dallas? Ich würde keinen Zweifel. San Francisco soll toll sein. Oder New York. Seh euch. Ach, Ronan, wenn du zurückgehst, grüß mir mein Kind. Ja. Und verschwindet ironisch, in der Dunkelheit in der Wüste. Ironischerweise bin ich damit wieder ein Sprachrohr. Für Leute von drin und Leute von draußen. Du solltest aufpassen, dass du Sarah nicht in die Finger läufst. Ich sollte alle Spiegel verhängen, an denen ich vorbeikomme. Am besten suchst du so schnell wie es geht Jelly und ihr haut von hier ab. Und werde alle Spiegel verhängen, an denen ich vorbeikomme. Ich glaube, da musst du dir nicht mehr so viel Sorgen machen. Sam, ich glaube, ich werde mir für den Rest meines Unlebens Sorgen machen. Jeder könnte er sein. Es gibt nur eine Sache, die mir Sicherheit geben wird. Wenn ich irgendwann der unumschränkte Meister im Auspexen bin. Und wenn das jemand schafft, dann ein verfluchter Ire. Ich glaube nicht, Ron. Anna zieht so an Bruces Arm, an dem Verwundeten, deswegen tut es ein bisschen weh. Können wir jetzt gehen? Oder müssen wir hier noch weiter quatschen? Die Wüste ist groß, oder? Das ist sie. Dann lass uns laufen. Ein Moment. Bis wir den Horizont erreichen. Ja, ich leg ganz kurz die andere Hand auf ihre Schulter. Am Moment. Geh dann zu Sam und Ron. Wir werden uns wiedersehen. Das verspreche ich euch. Wie hat er doch gesagt, das, was wir haben, ist fast einzigartig unter Kainiten. Und da hat er recht gehabt. Tja, jetzt gibt's keinen Sheriff mehr in der Stadt. Deshalb sage ich, sucht Jelly so schnell wie möglich und dann hau von hier ab und genießt eure Freiheit. Pass auf dich auf, Sam. Passt ihr beide auf euch auf. Amen. Ihr habt es ja gehört, mir steht erstmal ein wahrscheinlich nicht so schöner Trip bevor. Ich würde vielleicht in Deutschland beginnen. So lauft ihr alle in verschiedene Richtungen wahrscheinlich davon. In die Wüste hinein. Und
Sam sieht dann irgendwann wieder den Schemen, der vor ihr läuft. Der aussieht wie Andrew. Oder keine Ahnung, wie er jetzt aussieht. Ist dir Zeit gelassen? Der Schemen, der von hinten noch aussieht wie Andrew, dreht sich zu dir um. Und Scarlett lächelt dich an. Na dann. Auf die Welt erkunden. Nicht alles sieht man in Büchern. Und vor euch öffnet sich ein Riss in der Realität. Man sieht leicht einen Sternenstrahl durchbrechen. Ein Zufall. Und heraus tritt eine Gestalt mit einer skelettierten Hand. Guten Abend, Miss Jones, Mr. DeWeb. Guten Abend. Ich wollte Miss nur sicher gehen. Hinter der Gestalt tritt die in neuartige, merkwürdig aussehende, futuristische Klamotten gekleidete Scarlett aus dem Riss, stellt sich irgendwie so Arme verschränkt hinter Podnava. Oh, das Outfit kannte ich noch nicht. Sonst hätte ich das gefehlt. Entschuldigung. Sie konnten dieses Outfit auch nicht wählen. Ist nicht alles möglich. Was haben Sie nun vor, Mr. Webb? Ich weiß nicht. Erstmal dreht sich umgrinsend zu Samantha. Ist das noch zu schön? Und dann irgendwann werde ich weiter nach mir suchen. Seien Sie sich bewusst, Mr. Webb, auch wenn Sie da unten nicht mehr in dem Tresor eingesperrt sind. Ab jetzt haben Sie jemanden, der über Sie wacht. Sie werden sich nie wieder so verstecken können, wie Sie es gewohnt waren. Nein, das werden wir sehen. Und wenn Sie Ihr wahres Ich finden, dann werden wir das wissen und entscheiden, ob Sie das wissen dürfen oder nicht. Nein, 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 nein. Mr. Webb, woran erinnern Sie sich als erstes? Sie können sich nicht erinnern, Mr. Webb. Nicht wahr? Nein, es ist alles weg. Es ist wie Sand, der dazwischen den Fingern zerrinnt. Nicht wahr? Ja. Denn alles, was bleibt, ist Blut und Sand. Alles, was bleibt, ist Blut und Sand. Und so wird es wieder sein. Es sei denn, wir entscheiden das anders. Miss Scarlett und ich. Schon wieder. Schon wieder, Mr. Webb. Und wir erlauben Ihnen dieses nur, weil Sam viel mitgemacht hat und es nicht verdient. Wir sehen uns in Deutschland, Mr. Webb. Europa ist schön, genießen Sie die Zeit. Komm, Scarlett, wir gehen. Es sinkt auf die Knie. Schon wieder. Blut und Sand. Blut und Sand.
Und als sich der Riss in der Realität wieder schließt, um die beiden Gestalten und Sam und Alistair in der Wüste alleine lassen, schließt sich der Vorhang für Vampire the Masquerade Blood and Sand. Dies war die letzte Folge. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Super cool. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank an alle, die jemals dabei waren, alle, die was beigesteuert haben. Wie es mit Jelly weitergeht, ob Ronan wieder in die Stadt zurückfindet und was mit Malcolm passiert. Vielleicht werden wir das irgendwann nochmal erfahren und ob Sam heil in Europa ankommt, was Tobias mit seinem halben Gesicht nun macht und ob Bruce jemals vom Massaker von Anna erfährt. All das ist noch ein bisschen in den Sternen. Mal schauen, ob wir irgendwann davon erzählen können. For the time being ist diese Runde beendet. Und wir bedanken uns bei all euch da draußen, dass ihr uns so toll unterstützt habt, kommentiert habt, auch heute wieder so aktiv wart im Chat. Vielen, 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 vielen Dank. Auch ganz dickes Danke auch nochmal an den Araiguma, an die Dilio und auch an die inzwischen ja auch auf im Chat aktive Mondi, dass ihr so viel beigetragen habt, diese Runde zu dem gemacht habt, dass sie ist. Und auch natürlich danke an die Gastspieler Retch und Umbreon, die für den Endtwist super cool verantwortlich waren. Es war mir eine Ehre. Auf jeden Fall. In 2 Wochen geht es dann nicht weiter mit Vampire the Masquerade Blood and Sand. Wir schauen mal. Ich habe so in meinem Kopf, da haben wir jetzt heute unglaublich überzogen. Das heißt, wir werden noch keine Aftershow-Talk mehr hinkriegen. Aber mir schwebt so ein bisschen vor, dass wir nochmal eine Talkrunde dann offen machen vielleicht und für euch dann ein bisschen was, könnt ihr Fragen stellen oder so oder sonstige Sachen machen. Das ist noch in meinem Kopf noch nicht ganz durchgedrungen, aber ja, ich denke, irgendwie so eine Talkrunde zum Abschluss wird es auf jeden Fall nochmal geben, hoffentlich, wenn alle da irgendwie noch Zeit finden und mitmachen möchten. Habe ich ein bisschen Pipi in die Augen, weil diese Runde unglaublich lange gedauert hat, unglaublich viel Emotionen und viel Charakterplay und viele tolle Momente hatte. Aber alles Schöne hat irgendwann auch sein Ende. Irgendwann ist jede Geschichte an dem Punkt angekommen, an dem sie zu Ende erzählt ist. Und dann muss eine neue Geschichte beginnen. Und wir haben jetzt hier so viele verschiedene Möglichkeiten, neue Geschichten anzufangen. Vielleicht würden wir die irgendwann mal aufgreifen und Ronan, Sam, Tobias, Bruce und Alistair in irgendeiner Art und Weise nochmal wiedersehen. Oder die anderen Charaktere natürlich auch. Aber ja, ich habe übrigens auch vergessen, den Pölle und die Feder zu erwähnen. Die haben natürlich auch ultra viel beigetragen. Und auch der D-Rex, der ja für zumindest 2 kleine Folgen mit dabei war. Die eigentlich ja, lose auch zu dieser Runde gehören. Und Mithrandir als singender Toreador. Und vielen Dank an die Leute, die den Iren-Counter erfunden haben. Genau, ja. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir machen jetzt noch einen kleinen Werbeblock. Und da kann ich mal anfangen beim guten Reg, denn der hat auch einen Kanal, den ihr euch unbedingt auf YouTube angucken müsst. Und da können die Leute dann was sehen? Ja, alles mögliche an Lego-Videos, also auch Brick-Filme genannt. Ich will mich da ja nicht auf eine Marke festlegen. Man sollte eher sagen Klemmbaustein-Videos. Und ja, seit Anfang des Jahres wird es dort auch in wahrscheinlich auch unregelmäßigen Abständen Musikvideos aus der eigenen Musikschmiede geben. Sozusagen mein musikalisches Solo-Projekt. Und ansonsten, ja, was mir noch so in den Sinn kommt gelegentlich. Gut. Also unbedingt reingucken, habe euch den Link in den Chat geschrieben. Und der Kakko freut sich auch immer über neue Besucher auf seinen Kanälen, auf seinen diversen. Und was können die Leute da erwarten? Nebst kleineren
Updates, was so mein Hobbytum angeht, werde ich wahrscheinlich nächsten Samstag oder Sonntag, immer je nachdem, wieder eine Runde malen auf meinem Twitch-Kanal. Oder man sieht mich dann am 8.5. abends wahrscheinlich auf dem Kanal von Mischka. Da spielen wir Schattenjäger. Geht's da auch wieder weiter? Mhm. Die Runde, die Mischka so viel Spaß macht, dass er selbst im kranken Zustand letzt gespielt hat. Mhm. Ja. Okay. Und Rerion hat auch Kanäle, wo ihr unter anderem auch Vampire gucken könnt. Allerdings nicht V5, sondern Dark Ages. Nämlich, kommt das noch? Oder nein, Dark Ages kommt nicht mehr. Kommt nicht mehr. Aber man könnte die alten Folgen gucken. Die alten Folgen kann man nachgucken. Was man aber sehen kann, ist am Dienstag würde es dann weitergehen mit Call of Cthulhu und dem Horror im Orient Express. Nachdem sie jetzt Mailand quasi halb niedergebrannt haben, sind sie dann jetzt auf dem Weg nach Venedig. Mal gucken, was sie da in Brand stecken. Schön da sein. Ja, Venedig. Und am Mittwoch würde es dann weitergehen mit DSA und der Simjana-Kampagne. Ja. Und auch der Umbreon hat Kanäle, auch wenn da nicht regelmäßig irgendwas erscheint, da hin und wieder blitzender Geistes tolle Sachen auf. Und was ja, findet man da? Ansonsten bin ich auch immer Gast auf anderen Kanälen relativ viel in letzter Zeit. Ja, bei mir gibt es beim Meister Umbreon halt auf YouTube Rollenspiel-Content und auf Twitch gibt es in letzter Zeit so ein bisschen Gaming-Kram, Dark Souls. Mit einer sehr, sehr fiesen Challenge, die ich mir da gestellt habe. Da könnt ihr mal reinschauen. Sie bringt mich so ein bisschen zur Verzweiflung. Ansonsten sieht man mich relativ häufig bei Plastiklöffel auf dem Kanal, wo ich entweder in einer Runde spiele und in der anderen Runde als Spielleiter agiere. Und ja, und bei Chosen Pariah sieht man mich auch in einer Runde Pokerroll. Und ja, genau. Deswegen. Also ich bin hauptsächlich eher Gast woanders in letzter Zeit. Macht ja nichts, ist auch was Tolles. Genau. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wo die Feramin das nächste Mal zu sehen ist, dann folgt ihr doch auf Twitter und dann kriegt ihr das auf jeden Fall immer mit, wo Feramin rollenspieltechnisch sich gerade aus. Und dann am Mittwoch bei mir. Genau, ja. Und ja, so viel zum Werbeblock. Weiter geht's hier nächste Woche hoffentlich wieder mit DSA und am Dienstag mit DSA Arcana. Da spielt die Feramin zum Beispiel auch mit. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich irgendwann nochmal zu einer kleinen Talkrunde, wo wir ein bisschen die ganze Runde Revue passieren lassen. Mal schauen, ob ich dann irgendwie möglichst viele der beteiligten Leute irgendwie zusammentrommeln kann, dass dann, dass das hier das ganze Overlay, ganze vollgefropft ist mit Gesichtern, weil so viele Leute in den Jahren hier mitgemacht haben. Mal schauen, wer Zeit und wer Lust dazu hat. Genau, und ansonsten den Segen der Nacht euch da draußen. Passt auf euch auf und auf eure Lieben, denn Alistair ist wieder frei. Und es bleibt nur noch Blut und Sand. Genau. Schon wieder. Tschüss. 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 Tschüss.